Okay, und dann jetzt nochmal ganz offiziell schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Wir haben uns bei der Namensgebung für den heutigen Abend uns es relativ leicht gemacht und die Veranstaltung genauso betitelt wie das Graduiertenkolleg, in dessen Rahmen die Vorbereitungsgruppe für den heutigen Abend zusammenarbeitet. Krise und sozial-ökologische Transformation heißen sowohl Kolleg als auch die heutige Diskussionsveranstaltung. Wir wollen mit dem heutigen Abend die Eröffnung dieses Graduiertenkollegs öffentlich begehen. Damit sind wir relativ spät dran. Das Kolleg hat bereits am 1. Oktober letzten Jahres die Arbeit aufgenommen. Seitdem sind 4 StipendiatInnen mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung dabei, ihre Doktorarbeiten zu erarbeiten und später zu verfassen. Wir hatten ursprünglich vor, im Februar öffentlich den Start zu begehen. Das ist dann pandemiebedingt etwas anders gekommen. Und so ist dann auch der heutige Abend für viele der Beteiligten an diesem Graduiertenkolleg die erste Gelegenheit, sich jenseits der regelmäßig stattfindenden Kolloquien und Diskussionsarbeitsgruppentreffen, die wir im Online-Format machen, sich persönlich zu treffen, was ich auch sehr erfreulich finde. Inhaltlich ist es so, dass die Pläne für heute Abend trotz dieser mehrmonatigen Verzögerung eigentlich nicht an Aktualität und Dringlichkeit eingebüßt haben. Eher im Gegenteil, würde ich sagen. Das Kolleg ist ein kritisch-sozialwissenschaftlicher Arbeitszusammenhang, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zu schärfen, die die ökologische Krise hervorbringen und die gleichzeitig die Abwendung einer weiteren katastrophischen Entwicklung erschweren. Und kritische Wissenschaft in diesem Sinne ist zwar intellektuell unabhängig, aber ergreift eben dennoch Partei in laufenden politischen Auseinandersetzungen. Und ihre Fragestellungen werden durch Herausforderungen und Schwierigkeiten politischer Praxis beeinflusst. Wissenschaftliche Arbeitsergebnisse können dann bestenfalls dazu beitragen, das Dickicht der widersprüchlichen Verhältnisse zu sortieren, in denen die konkreten Konflikte um sozial-ökologische Transformation stattfinden und in denen progressive Akteure sich bewegen müssen. Und vor diesem Hintergrund begehen wir diese Kollegseröffnung nicht nur mit einer Runde, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft besteht, sondern freuen uns sehr, dass wir Leute aus der politischen Praxis für die Teilnahme gewinnen könnten. Und so darf ich dann jetzt als Mitdiskutantin des heutigen Abends vorstellen. Als erste Sabrina Fernandes. Sabrina ist einerseits als Wissenschaftlerin Mitglied der internationalen Forschungsgruppe zu Autoritarismus und Gegenstrategien, ebenfalls hier unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In ihrem Heimatland Brasilien streitet sie als politische Aktivistin für die Stärkung ökosozialistischer Perspektiven in der brasilianischen Linken. Herzlich willkommen, Sabrina. Dann sitzt hier Norbert Reuter. Norbert ist Bereichsleiter der tariflichen Grundsatzabteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und darüber hinaus Autor verschiedener Texte zum Spannungsverhältnis von Erwerbsarbeit, Ökologie und Verteilungspolitik. Schön, dass du da bist, Norbert. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich Janine Wissler. Ich vermute, alle Anwesenden wissen, Janine ist Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, als solche erst vor wenigen Tagen auf dem Parteitag im Amt bestätigt worden. Dazu herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns sehr, dass sie sich so kurz nach diesem ziemlich intensiven Parteitagswochenende die Zeit nimmt, heute dabei zu sein. Herzlich willkommen. Und Markus Wissen. Markus ist Professor für Sozialwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und der Sprecher des Graduiertenkollegs Krise und sozial-ökologische Transformation. Die wahrscheinlich bekannteste seiner zahlreichen Veröffentlichungen zu Fragen sozial-ökologischer Transformation ist das gemeinsam mit Uli Brandt verfasste Buch Imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. Auch dir herzlich willkommen.
Und um die Vorstellung abzuschließen, mein Name ist Stefan Schoppengärt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter auch an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. So, wir beginnen jetzt mit einer ersten Runde auf dem Podium und ich werde die gerade vorgestellten TeilnehmerInnen um etwa 10-minütige Einleitungsbeiträge bitten. Danach würden wir eine zweite, etwas kürzere Runde hier auf dem Podium folgen lassen und anschließend für Fragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum öffnen. Wir zeichnen die Veranstaltung auf mit der Kamera, die ihr da in der Mitte des Raums seht. Es sollte aber so sein, dass im Bild nur das Podium zu sehen ist. Das will ich jetzt auch gern zum Anlass nehmen, mich bei denen zu bedanken, die nicht nur diese Aufzeichnung, sondern auch die sonstige technische und organisatorische Umsetzung heute Abend ermöglicht haben, nämlich das Team der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Veranstaltungsmanagement. Das war wirklich eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch jetzt schon mal ein herzlicher Dank an die beiden DolmetscherInnen da drüben, die ermöglichen, dass Sabrina heute mit uns diskutieren kann. Vielen Dank für die Übersetzung ins Englische. So, das war es jetzt aber, glaube ich, auch mit Vorrede und wir legen inhaltlich los. Ich würde gerne eine erste Frage an Sabrina richten. Sabrina, du forschst zum politischen Autoritarismus und trittst als Aktivistin für ökosozialistische Perspektiven ein. Die autoritäre Bolsonaro-Regierung in Brasilien steht nicht zuletzt für eine krasse Missachtung ökologischer Probleme, für die Beseitigung von Naturschutzauflagen und für ein rücksichtsloses, extraktivistisches Wirtschaftsmodell. Was würdest du sagen, wie verbindet sich die Kritik daran mit dem Kampf der brasilianischen Linken für Gerechtigkeit und Gleichheit? Und was sind da möglicherweise interessante Lehren für politische Kämpfe außerhalb Brasiliens? Thank you, Stefan. Thank you all for being here. And thank you to the colleague for inviting me today. As said, I'm part of this research group of that's supported by the Stiftung with scholars from the Global South. We do part of our work here in Berlin or in other parts of Germany. I was actually in Vienna for a while working with Ulrich Brand there. And we do the rest of our work back in our home countries because one of the things that's basically a requirement in a research group is that we're all very politically involved in the challenges that we're studying. So talking about Bolsonaro is not easy because things have been changing day by day. You may be aware that there are elections in Brazil coming up in October now. There's a lot of polling going around in terms that maybe Lula might win, if not in the first round, in the second round. And this creates a particular conundrum for understanding this phase of authoritarianism under Bolsonaro, but also what comes next. What is our job here in terms of advancing the perspectives and not just fixing what Bolsonaro broke? So I'd like to give a little bit of an answer to the question that Stefan posed, talking about the fact that this authoritarian wave in Latin America in general, but very much embodied by Bolsonaro, is very connected to extractivism and advancing against nature. And we talk a lot about the Amazon because the Amazon is such an important ecosystem. It's an ecosystem that always makes the headlines. But in terms of Brazil, all of the ecosystems are very much at risk right now. We're talking about the advancement of agribusiness that has profited a lot under Bolsonaro, but it also huge profit under progressive governments. So the paradigm here in terms of agribusiness hegemony and the fact that it advances against indigenous communities and indigenous territories, promotes violence against indigenous communities, this has been the standard since forever. So we talk
in terms of like Brazil being invaded 522 years ago, and the standard has been a standard of violence against indigenous and traditional communities. So what is the difference from when we talk about progressive governments like we had with the Workers' Party up until 2016 and what we have now with Bolsonaro? We have direct endorsement by the government, and part of this endorsement is actually connected to bringing in more guns into the country. So there are decrees that Bolsonaro issued in the past couple of years to improve access to gun ownership in the country. Part of this is connected to, for example, gun clubs and talking about sportsmanship. But we already have data that shows that particular numbers of guns that are registered to these clubs, they're actually lost now. Nobody knows where they are. So they might go into organized crime, maybe in the urban areas, but we also know that they get shifted into the rural areas, which is where we see the problems with these kind of conflicts. Latin America is a region where you get the most amount of environmental activists murdered in the world. So like it's very disproportional. Colombia is currently number one, but Brazil has been top five for quite a while. And we had a recent case a couple of weeks back of that made headlines. The Guardian had a journalist in Brazil, Dom Phillips. Dom Phillips was murdered together with an indigenous expert, Bruno Pereira. We now have data that these murders in the middle of the Amazon were connected to investigation that both of two were working on that tied the city government of one of the small towns in the middle of the Amazon to some criminal activity connected to illegal mining, illegal fishing, illegal extractivism in general. So it's very dangerous for environmentalists doing territorial work on the ground. This obviously made the headlines, but it has been a problem for the past years, and violence against indigenous communities is actually increasing at the hand of the police as well. So we had a case just a couple of days back, if we're looking to basically last week, of another indigenous community where police was acting against. They shot a young girl. Direct violence by the state as well. And there's no proper inquiry because one of the main actions coming from authoritarian governments is making sure that you can't investigate. So we have the indigenous, basically the indigenous entity from the government, which is FUNAI. FUNAI has basically been taken over by Bolsonaro supporters and people who are indigenous experts and who are trying to actually protect indigenous communities who were at FUNAI. They were either pushed away or their jobs became impossible to do. So this is one of the problems right now. But the more that Bolsonaro does against nature, the more this becomes headlines and we actually get people mobilizing around it. What I want to say in terms of this is that it's not as simple because I see two types of environmental consciousness that can rise when you have an authoritarian government acting against nature. You can have direct reactions saying, well, this is unacceptable. We need to protect the Amazon. We need to fight climate change. So you can't go and promote climate denialism like the government was promoting for the first years. And it's important to make appeals to the international community. So part of this environmental consciousness has been going around connecting to perhaps Hollywood actors who have like made pleas online. So you've had like Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo saying things about needing to stop Bolsonaro and protecting the Amazon. You have Brazilian singers involved with this, Anitta, for example. This is important in terms of raising awareness, but this is not where we're actually going to build the strength to fight not only authoritarianism against nature, but also this endless promotion of the extractivist paradigm that has been normalized for a really long time because it is part of how dependent capitalism works in Latin America. So whereas Bolsonaro is working with guns and working with commodities,
a progressive government in Latin America doesn't usually work with guns, but it has, they have not done enough to actually stop violence against environmental activists and indigenous communities and other traditional communities on the ground, like Quilombola communities that come from former slave communities. And commodities are still at the core of the economy. And this brings us into a more international conversation, because it's very easy to denounce Bolsonaro from outside and saying that he's pillaging the earth when it is, you know, we're talking about trade deals that involve the European Union, that involve the United States, that involve China, that really benefit from these commodities that are coming from Brazil or are coming from Chile or from Colombia. So we may be talking about oil, but we're also talking about soy, we're talking about corn, we're talking about meat. Even though there are different standards, for example, into the levels of agrochemicals that can be used to be able to import some sort of like Brazilian crop into the European Union, a lot still gets a lot of it still gets in. So the rise in agrochemical use in Brazil will affect people who are on the ground in Brazil. They will get exported to other places that don't have high standards. And even though a lot of these agrochemicals have been banned to be used, if you're growing the crops in Europe, you can still import some of crops, like some of these crops using these agrochemicals from Brazil. So they're still making their way into here. The usual answer when we talk about this is that, well, maybe we should be banning these imports, or we should talk about like boycotting goods coming from Brazilian agribusiness. This is still very much within the capitalist paradigm. What we need to talk about is actually strengthening the social movements on the ground who want actual change. Because it's not just about regulating agrochemicals again. It's not just about dialing back a bit of this violence against indigenous and environmental activists. It's also about fundamental change. Because one of the things that's very clear when we're talking about authoritarianism against nature is that extractivism is at the core of the economics of it, and invading own territory and making sure that like people don't have access to food crops directly is also part of it. So that means food insecurity, and that means like a wide state of hunger, which is the case here in Brazil. I'm working right now with the Food for Justice research group at LAE, at the FAIA here. And like part of the research in our research group is very much connected to this state of hunger in Brazil that has gotten back to like very, very old levels from before Lula. And Lula is talking again about, you know, fighting hunger and bringing in, making sure the Brazilian people can eat three meals a day again, because half the population is under food insecurity. But this is not enough. So when we talk about strengthening social movements and the eco-socialist perspective that we have seen starting to grow in the past few years, is that the conversation around transition tends to be key. Because the conversation around transition, if it's coming from a grassroots perspective, needs to talk about property. So if we're talking about territory, we're talking about the property question. So how is the land distributed in this country? So we need agrarian reform. We need to settle indigenous land rights so they can actually have proper access to what is due. And then from that, we need to start changing part of our production matrix. My fear right now, so going to like I'm ending this research right now with the research group by October, and some sort of like odd news from it is that there's a tendency to, when you're fighting authoritarianism, is to think that, well, if you just change the government, things will change completely. So Lula is going to come and save everyone, and it's going to be wonderful again. So part of the motto is that for Brazil to be happy again. But it's not as simple, also because even though Lula is talking about new programs for fighting hunger, he's not really talking about radical agrarian reform. He's not really talking about actual like oil-based transition. So one of the
victories that we've had in the past few years is the Oil Workers Union, the main one from Petrobras, is actually talking about not diversifying the oil company, but actually transitioning the oil company from oil and from fossil gas. But when Lula got asked this question by Time magazine a couple of weeks ago, about a month ago actually, in terms of the proposal coming from the Petro en Francia campaign in Colombia to actually phase out fossil fuels in Latin America, he actually said that was too idealistic, wasn't realistic, and because we can't just do away with fossil fuels overnight, and the pre-salt layer is very important for the Brazilian economy. So we're running into some conflicts within the left itself. And I think it's important to highlight this because it's basically, if you're fighting authoritarianism, the centrists are already doing the job of saying we can just go back to like the previous normal, that previous level. So the job of the radical left, the job of those who are working on transition is actually to push a little further. And in terms of looking to Latin America, perhaps Colombia right now is where they're... because of this alliance with a lot of environmental groups there, they're the ones that are pushing a little further in terms of transition work. Whereas in Brazil, we have this a little bit of a fear that we just might go back to stabilizing the situation and not actually being the leaders in transition in the region as the country could be. Thank you. Vielen Dank, Sabrina. Norbert, du vertrittst, wie gesagt, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi heute Abend. Diese Organisation hat rund 2 Millionen Mitglieder aus einer ziemlich heterogenen Landschaft von Branchen, Berufen und Arbeitsverhältnissen. Ihr habt, wie andere Gewerkschaften auch, schon seit längerem mit zurückgehender Tarifbindung zu kämpfen und aktuell unter dem Eindruck der inflationären Entwicklung mehren sich die Appelle zur tarifpolitischen Mäßigung. Welcher Raum, würdest du sagen, bleibt in so einer Gemengelage überhaupt für Ambitionen, ökologische Anliegen konkret ins Alltagsgeschäft von Gewerkschaften zu übersetzen? Und was gibt es da aus gewerkschaftlicher Sicht zu gewinnen? Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat ist es so, dass Gewerkschaften natürlich jetzt vor schwierigen Zeiten stehen. Also ich würde sagen, die Bedingungen für eine Partizipation der Gewerkschaften an einer Transformation, sozial-ökologischen Transformation, waren sicherlich vorher besser. Und jetzt treten einfach andere Themen in den Vordergrund. Grundsätzlich ist es eigentlich immer so, dass Gewerkschafter es etwas schwerer haben, in ökologischen Zusammenhängen auf Podien zu sitzen, weil Gewerkschafter immer irgendwie so als die Bewahrer des Status quo wahrgenommen werden. Oftmals ja in der Öffentlichkeit dann immer dann wahrgenommen werden, wenn etwa Streiks stattfinden, wenn Lohnverhandlungen stattfinden. Und da ist dann immer so ein bisschen der Vorwurf der Gewerkschaften, naja, tragt ihr nicht mit eurer Lohnforderung eben auch nochmal zu der Wachstumsproblematik bei? Müsstet ihr nicht sozusagen ganz andere Themen auf eure Agenda schreiben? Und da versuche ich immer deutlich zu machen, dass Gewerkschaften oder das Kerngeschäft der Gewerkschaften ist natürlich, und das ist eben dann anders als bei Umweltverbänden, da ist die Prioritätenliste etwas anders. Das Kerngeschäft bei Gewerkschaften ist natürlich Partizipation an den Wohlstandsgewinnen der Beschäftigten und natürlich auch gerade in Krisenzeiten Sicherung von Arbeitsplätzen. Es ist so, dass wir notwendigerweise Lohnforderungen durchsetzen müssen, weil wenn wir das nicht schaffen, dann gewinnt einfach die andere Seite. Es gibt immer diesen Kuchen, den wir jedes Jahr backen, den gilt es zu verteilen. Und wenn wir es nicht als Beschäftigte schaffen, eben einen großen Anteil des Kuchens zu bekommen, dann gewinnt eben die andere Seite. Wir bezeichnen das immer so, dass wir den sogenannten verteilungsneutralen Spielraum ausschöpfen müssen, der eben aus Inflation plus Produktivitätssteigerung besteht. Und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir zumindest die Lohnquote, also die Verteilung zwischen Gewinnen
und Arbeitseinkommen, um es grob zu sagen, gleichzuhalten. Wenn wir es nicht schaffen, dann gewinnt die Kapitalseite. So, und wie kommt man aus dieser Sache etwas raus? Das haben wir in der Vergangenheit geschafft. Also wie können wir sozusagen an der Wohlstandsentwicklung partizipieren, ohne immer sozusagen ein Treiber für einen immer mehr zu sein? Und da ist natürlich der große Punkt und der große Ansatzpunkt ist die Arbeitszeitverkürzung. Das heißt, dass man eben im Prinzip eben nicht, also an den Wohlstandsgewinnen nicht partizipiert, indem man mehr Einkommen hat, sondern indem man mehr Freizeit hat. Das wäre sozusagen eine Umwandlung dieser Gewinne und das ist uns in der Vergangenheit oder dieser Entwicklung und das ist uns in der Vergangenheit eigentlich ganz gut gelungen. Wir haben in vielen Bereichen konnten wir etablieren sogenannte Wahlarbeitszeitmodelle, wo die Kolleginnen und Kollegen dann eben wählen konnten zwischen mehr Einkommen oder mehr Freizeit und da zeigt es eben doch so, dass der Trend dazu eben auch anstatt einer Einkommenserhöhung mehr Freizeit zu nehmen ein ganz willkommener Trend war, der eben auch von den Beschäftigten eben gefordert wurde und eben nochmal auch zu der Attraktivität von Gewerkschaften beigetragen haben. Jetzt sind wir aber auf einmal in anderen, ganz anderen Zeiten. Wir hatten also vor, im öffentlichen Dienst, einer unserer größten Bereiche mit weit über 2 Millionen Beschäftigten, auch diese Tarifrunde, die letzte schon, zu einer Arbeitszeitrunde zu machen. Und da ist uns jetzt wieder sozusagen Corona auf die Füße gefallen in der Vergangenheit. Und jetzt kommt sozusagen noch die Inflation hinzu, sodass wir im Prinzip jetzt alle Kräfte irgendwie bündeln müssen, um wenigstens halbwegs die Realeinkommen der Beschäftigten zu sichern. Also insofern, das würde ich sagen, treten jetzt erstmal sozusagen diese qualitativen Fragen etwas in den Hintergrund, weil eben sozusagen das Kerngeschäft ganz vorne steht, was man eben von uns als Gewerkschaften verlangt. So, aber ich will sagen, das ist sicherlich eine vorübergehende Phase. Wir haben sozusagen gerade die qualitativen Fragen weiter im Blick, wird wahrscheinlich jetzt eben erstmal etwas hinten antreten. Aber gerade Verdi, also eine Dienstleistungsgewerkschaft, und da sind wir vielleicht auch etwas im Vorteil gegenüber etwa einer IG Metall. Wir haben natürlich auch mit Blick auf den Dienstleistungssektor sozusagen ja nicht die Industrie im Blick, sondern die Dienstleistungen im Blick. Und Dienstleistungen zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie natürlich weniger Ressourcen verbrauchen. Also grundsätzlich, wenn wir einen Trend zur Dienstleistungsgesellschaft sehen, ist es natürlich gut, wenn man dann eben so eine Dienstleistung pushen und vertreten kann, weil die eigentlich dazu beitragen, dass eben sozusagen der Verbrauch von Ressourcen eben auch geringer wird, also auf dem Weg in so eine Dienstleistungsgesellschaft, die eben dann keine Industriegesellschaft mehr ist. Und wir sind eigentlich schon seit langem in einer Dienstleistungsgesellschaft, weil die meisten Menschen arbeiten für Dienstleistungen. So, das heißt also, das versuchen wir natürlich dann auch durchzusetzen. Also wie gesagt, ne, wir haben immer im Blick, dass wir auch gucken müssen, dass wir an den Wohlstandsgewinnen, die wir haben, auch partizipieren, damit die andere Seite nicht gewinnt. Aber gerade da ist Verdi in der Vergangenheit immer schon auch sozusagen vorne angewiesen, sozusagen die Transformation mit im Blick zu haben. Aber wenn es um Transformation geht und das dann wieder unsere Aufgabe ist, zu gucken, dass diese Transformation gerecht zugeht. So hatten wir schon vor einigen Jahren, schon 2014, etwa Gutachten in Auftrag gegeben, um zu fragen, wie kommt man eigentlich aus dem Kohlebergbau, aus der Kohleverstromung raus. Hatten da wirklich, wirklich schöne Gutachten gemacht, wie man sieht, also wie auch sozialverträglich aus- und umgestiegen werden kann. Aber das muss natürlich auch dann von der Politik aufgegriffen und begleitet werden. Aber insofern haben wir das sozusagen schon im Blick, also auch politische Forderungen durchzusetzen und deutlich zu machen, dass wir so eine Transformation brauchen, dass die aber sozusagen gerecht zugehen muss. Also ich sehe es immer so, dass wir also in einem quasi, ich nenne das mal so, in einem magischen Dreieck sind und da als Gewerkschaften besonders gefordert, nämlich mit den Ecken Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und da sind irgendwo die Gewerkschaften mittendrin und das muss man irgendwie gucken, dass man das miteinander verbindet, damit so eine sozial-ökologische Transformation eben auch gerecht zugeht. Und das ist eigentlich unser Punkt. Und wir haben dann auch im Konkreten jetzt, und das werdet ihr dann auch sozusagen mit Blick auf die anstehenden Tarifrunden sehen, auch immer wieder auch Bündnisse, etwa mit Fridays for Future. Da gibt es sozusagen schöne Allianzen, etwa beim Umbau des öffentlichen Personennahverkehrs, wo wir wirklich intensiv mit denen zusammenarbeiten, weil hier passen natürlich unsere Forderungen eben nach einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, auch qualitativer Ausbau des Nahverkehrs, gut zusammen eben auch mit Forderungen von Fridays for Future, also ökologischer Umbau. Also es gibt auch so Allianzen, die wir auch dann sozusagen bewusst eingehen und versuchen uns dann auch gegenseitig stark zu machen, indem man solche Allianzen
eingeht. Also vielleicht zusammenfassend kann man eben sagen, ne, dass also Gewerkschaften und insbesondere meine Gewerkschaften sozusagen schon diesen sozial-ökologischen Umbau im Blick hat, das sozusagen aber sozial abfedern will, Rahmenbedingungen braucht, damit es auch gerecht zugeht, damit sozusagen nicht bestimmte Leute, nur weil sie jetzt etwa einen Beruf mal gewählt haben, der etwa in der Braunkohle lag oder in Kernkraftwerken lag, dass die auf einmal sozusagen, dass denen gesagt wird, na, ihr habt Pech gehabt, sondern dass es darauf aufkommt, auch diesen Menschen und deren Familien eben eine Perspektive zu geben. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und insofern muss auch die Transformation als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen werden. Und wir als Gewerkschaften setzen uns eben dafür ein, dass so eine Transformation stattfindet, aber eben dann auch sozial-ökologisch entsprechend sozial abgefedert stattfindet. Und da setzen wir uns dann eben sehr stark für ein. Und wie gesagt, jetzt ist durch die Inflation sind jetzt erstmal andere Themen wieder ganz vorne. Aber wir werden sicherlich weiter auch an unserer weiteren sozusagen Kompetenzen arbeiten, nämlich wirklich das Soziale eben stark zu machen und den Umbau eben auch mit zu begleiten. Vielen Dank. Janine, ich glaube, ich kann da direkt anschließen. Es gab vor einigen Wochen von einer Arbeitsgruppe der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Studie zur Partei Die Linke und ihren potenziellen WählerInnen. Eine entscheidende Voraussetzung, die dafür zukünftige Erfolge der Partei benannt wird, ist, dass es eine überzeugende Verbindung von sozialen und ökologischen Anliegen geben müsste. Jetzt habe ich den Eindruck, dass die Diskussion darin auf dem gerade absolvierten Parteitag nicht im Mittelpunkt stand, würde dich aber dennoch fragen wollen, also teilst du erstens diese Einschätzung, dass da das Geheimnis zukünftiger Erfolge für die Partei Die Linke zu suchen ist und wie weit würdest du sagen, ist das programmatisch und vor allem in der konkreten Praxis bereits gediehen? Was sind die größten Schwierigkeiten, die noch zu bewältigen sind? Ja, ich teile das und ich würde auch sagen, also der Parteitag hat ja mit einer sehr, sehr, sehr großen Mehrheit einen Antrag genau dazu auch beschlossen, also dass wir offensiven Klimaschutz verbinden müssen mit sozialer Gerechtigkeit. Also medial wurde jetzt stärker über die außenpolitischen Fragen berichtet, aber dafür gab es ja eine sehr, sehr breite Mehrheit auch auf diesem Parteitag. Und das finde ich auch wichtig, dass die Linke dieses Signal aussendet, dass wir bei der anstehenden sozial-ökologischen Transformation, was sind unsere Ideen, was sind unsere Ansätze? Und die Linke ist ja nicht einfach nur so ein bisschen der soziale Reparaturbetrieb und versucht irgendwie die schlimmsten Folgen dann mal irgendwie abzufedern, sondern es geht ja wirklich darum, welche Weichen jetzt gestellt werden. Und gerade jetzt sind wir ja in einer Situation, wo wir Krisenphänomene erleben, also natürlich eben, was Norbert auch angesprochen hat, die steigenden Preise, die Inflation. Ich gehe davon aus, dass es wirklich auch gerade mit Blick auf den Herbst zu krassen Verteilungskämpfen kommen wird, weil Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Einkäufe bezahlen sollen oder ihre Gasrechnung oder ihre Mieten, weil auch jeder Erhöhung von Einkommen ja quasi aufgefressen wird davon. Und diese Verteilungskämpfe wird es geben. Immer mehr Menschen rutschen auch in die Armut. Wir haben jetzt gerade den Armutsbericht des Paritätischen gesehen, weil natürlich davor ja auch die Corona-Krise war, wo Menschen teilweise monatelang in Kurzarbeit waren, ihre Jobs verloren haben, sich verschulden mussten. Und jetzt kommen diese Preissteigerungen noch obendrauf. Und was macht die Bundesregierung? Macht Entlastungspakete, wo die Rentnerinnen und Rentner außen vor sind, die Studierenden auch. Ein sozialdemokratischer Kanzler sagt er ja jetzt mit Blick auf die anstehenden Tarifverhandlungen, wie wäre es denn mit einer steuerfreien Einmalzahlung, wo wir natürlich wissen, dass das überhaupt nicht nachhaltig ist, dass es mit der Rente, also auf die Rente nicht angerechnet wird. Und aber dass jetzt schon darüber diskutiert wird, quasi eine Zurückhaltung da auch bei den Lohnforderungen zu haben. Und der Finanzminister erklärt, nächstes Jahr soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Das heißt also, dann wäre natürlich allen Entlastungspaketen sehr enge Grenzen gesetzt.
Und das ist die eine Dimension, die wir haben. Und die andere ist natürlich auch jetzt in der Folge des Krieges in der Ukraine, dass wir natürlich die Debatte haben, wie geht man jetzt mit den Folgen um? Also Stichwort Erdgas und Öl und wie kompensiert man das? Und da werden jetzt natürlich schon entscheidende Weichen gestellt. Und es wird jetzt entschieden, wie die nächsten 10, 15 Jahre aussehen werden. Weil gibt es ein Revival von Kohlekraft und Atomkraft oder gibt es einen verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien? Wird das 9-Euro-Ticket einfach nur so ein Strohfeuer bleiben oder wird man dauerhaft sagen, der ÖPNV muss ausgebaut und bezahlbar gemacht werden? Und wollen wir jetzt wirklich über Jahrzehnte hinweg teure LNG-Terminals festschreiben und eine Technologie festschreiben, die nicht zukunftsfähig ist? Oder gehen wir eben, oder muss man alles drauf setzen, jetzt Energieeinsparungen voranzutreiben und die Erneuerbaren auszubauen? Und da geht es, da wird es auch bei der Frage mit Blick auf den Winter natürlich auf Verteilungskämpfe. Also ich meine, das wird ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, da müssen wir halt alle irgendwie ein bisschen frieren, was ja sehr häufig von den Menschen gesagt wird, die ganz sicher nicht frieren werden. Und ich finde, das zusammenzubringen und jetzt in dieser Krisenlösungsstrategie zu sagen, wir müssen jetzt die Weichen stellen, dass es eben nicht das Revival gibt, sondern wirklich sich unabhängig zu machen von fossilen Energien und das Ganze sozial gerecht zu gestalten. Und die, bei der Transformation, die ansteht, und die ja so notwendig ist, weil wir sehen das ja, ich meine, die Folgen des Klimawandels sind ja nicht irgendwie so ein fernes Horrorszenario, die irgendwann eintreten werden, sondern die Folgen des Klimawandels sind längst da. Und wir sehen das ganz besonders im globalen Süden natürlich durch Ernteausfälle, durch Dürren, durch Überschwemmungen, weil die Menschen im globalen Süden natürlich die sind, die es als erstes trifft. Und das wird soziale Verwerfungen bedeuten. Also das letzte Mal, dass ich hier in dem Raum saß, war das mit Professor Schellenhuber, der gesagt hat, also wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, reden wir wirklich in den nächsten 100, 150 Jahren von 3 Milliarden Menschen, die ihr Zuhause verlieren werden, weil da, wo sie heute wohnen, die Gebiete einfach unbewohnbar sein werden durch die Folgen des Klimawandels. Und das sind natürlich, dass der Klimawandel natürlich auch Wohlstand gefährdet, das haben wir ja auch hierzulande gesehen, mit den dramatischen Waldbränden, die wir erlebt haben, aber eben auch mit den Überflutungen im letzten Jahr. Ich war vor einigen Monaten im Ahrtal gewesen, wo Menschen ja wirklich ihre gesamte Existenz, alles verloren haben, was sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass natürlich der Kampf gegen den Klimawandel oder die Begrenzung des Klimawandels, dass das eben auch eine soziale Frage ist. Natürlich ist die Transformation mit großen Ängsten verbunden. Und das ist auch sehr verständlich, weil die Leute haben ja ein Stück weit auch zu Recht Angst. Weil die Menschen ja die Erfahrung haben von Strukturwandel, von Transformation in den Kohleregionen zum Beispiel. Und die Erfahrung gemacht haben, dass sie hinten runterfallen. Oder die großen Umbrüche, die es in Ostdeutschland gab nach 1990. Und Menschen, die Erfahrung gemacht haben, sie sind die Verlierer einer solchen Transformation. Und deswegen finde ich es so wichtig und notwendig, dass wir deutlich machen, was wir wollen als Linke und was Linke und ja auch gewerkschaftliche Antworten auf diese Transformation sein können. Nämlich, dass wir deutlich machen, dass es um soziale Garantien geht, dass es darum geht, Wirtschaft und Gesellschaft sozial, ökologisch und demokratisch umzubauen. Ja, das heißt also, öffentliche Mittel zum Beispiel aus dem Transformationsfonds, dass sie an Arbeitsplatzgarantien gebunden sind, dass sie daran gebunden sind, dass es soziale Garantien gibt, dass es die Tarifbindung dadurch gestärkt wird, dass es Weiterbildungsgarantien geben muss. Und ganz wichtig finde ich auch den Punkt der Arbeitszeitverkürzung, auch gerade mit Blick auf die Digitalisierung, auf technischen Fortschritt, dass der eben allen Menschen zugutekommt und nicht durch Unternehmen einfach eingesteckt werden. Also wie kommen wir da auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität? Ich finde, es geht auch um die Frage von Demokratisierung und Ausbau der Mitbestimmung. Ich war in den letzten Jahren viel in Unternehmen der Automobilindustrie gewesen. Und da habe ich überall Leute aus den Belegschaften, die Betriebsräte erzählt, dass es ja so viele Ideen aus der Belegschaft gibt, wie man viel nachhaltiger, viel besser, viel umweltfreundlicher produzieren könnte. Also diese Ideen gibt es. Woran scheitert das? Dass Unternehmen natürlich hohe Investitionen scheuen, ja, um jetzt wirklich über Jahrzehnte hinweg Arbeitsplätze in der Industrie zukunftssicher zu machen, die wir natürlich brauchen. Wir brauchen die Industriearbeitsplätze, wenn wir die Energiewende, die Verkehrswende voranbringen wollen. Und deswegen finde ich, dass da zur Frage der Transformation zwingend auch gehört Wirtschaftsdemokratie, Ausbau der Mitbestimmung, Stärkung der Betriebsräte. Auch das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und
Ich finde, da mussten Linke ansetzen, auch mit klugen Konversionskonzepten. Da hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung ja eine ganze Menge auch dazu gemacht, auch im Bereich Automobilindustrie, aber natürlich auch für die anderen Bereiche. Ich war in den letzten Jahren in einigen Werften gewesen. Also die Werften stehen ja wirklich, wo jetzt auch einige pleite gegangen sind, vor ganz großen Problemen. Also wenn wir die Werften in Deutschland erhalten wollen oder generell erhalten wollen, ist ja die Frage, was ist eigentlich die Perspektive jenseits von Militär, was wir nun nicht wollen, und jenseits von Kreuzfahrtschiffen, die natürlich umweltschädlich sind, aber wo mein Eindruck ist auch, dass der Zenit auch überschritten ist, weil ja viele Städte mittlerweile sagen, also das geht so einfach nicht mit der Kreuzfahrtindustrie und viele ja auch gar nicht mehr, also dann die Städte anlaufen dürfen. Also da brauchen wir kluge Konzepte und ich bin da völlig bei dem, was Sabrina gesagt hat. Da geht es natürlich um die Frage von Eigentum, es geht um Verfügungsgewalt, es geht um die Demokratisierung und deswegen finde ich, müssen wir das zusammenbringen. Ja, also eben nicht nur einfach die Linke, wie gesagt, als so ein sozialer Reparaturbetrieb, der die schlimmsten Auswirkungen quasi abfedert, sondern dass wir Transformation so diskutieren als eine Chance, Gesellschaft eben demokratisch, ökologisch und sozial weiterzuentwickeln und auch wieder öffentliches Eigentum zum Beispiel zu stärken. Und das geht aber nicht, indem man einfach nur Entwicklung und Strukturwandel politisch flankiert, sondern man wird ihn politisch auch steuern müssen. Und das heißt eben auch Fragen von Vergesellschaftung zu diskutieren, das heißt mit klaren politischen Rahmenbedingungen zu diskutieren und das finde ich wichtig. Und natürlich haben wir auch die globale Perspektive, dass die Menschen im globalen Süden eben besonders natürlich unter den Folgen des Klimawandels oder als Erste darunter leiden. Und ich finde, diese globale Perspektive müssen wir auch reinbringen. Also dass es darum geht, dass wir eine globale Energiewende schaffen, dass es darum geht, dass den globalen Süden nicht weiter auszubeuten durch eine Weltwirtschaftsordnung, die auf der Ausbeutung von Menschen und Natur liegt. Das heißt, Lieferketten anders zu gestalten und natürlich auch für eine weltweite Gesundheitsversorgung, für den Kampf gegen Armut und Hunger dafür zu kämpfen und natürlich auch für die globale Ernährungssicherheit. Und da muss ich sagen, die G7 haben ja jetzt gerade getagt und beim Thema Klimaschutz eher Sachen aufgeweicht, aber auch beim Thema Hungerbekämpfung. Also wenn die 7 reichsten Industriestaaten dieser Welt ganze 4,5 Milliarden Euro jetzt zur Hungerbekämpfung bereitstellen, dann finde ich das wirklich, also dann ist das ja ein Witz. Ja, also ich meine, alleine die Bundesrepublik Deutschland hat gerade 100 Milliarden bereitgestellt, um die Bundeswehr mit einem Sondervermögen auszustatten und 4,5 Milliarden der 7 reichsten Industriestaaten der Welt. Und ich finde, an der Stelle ist es natürlich auch falsch. Natürlich hat dieser Krieg und auch die Auswirkungen, also auch der Krieg in der Ukraine, hat Auswirkungen auf die Welternährung, absolut. Und das, finde ich, muss man auch sehen. Aber natürlich gab es den Hunger auch schon vorher in der Welt. Und es reicht eben nicht, einfach nur mit dem Finger auf diesen Krieg zu zeigen, sondern es natürlich in die westlichen Staaten auch in der Verantwortung, eben Nahrungsmittelspekulationen zum Beispiel zu verbieten und gegen den globalen Hunger vorzugehen. Also ich finde, das sind die Perspektiven, die Linke da reinbringen muss. Und auch beschreiben muss, wie Transformationsprozesse aussehen kann. Dabei natürlich alle konkreten Kämpfe, um soziale Verbesserungen zu unterstützen und eben auch konkrete Vorschläge zu machen, wie man Wirtschaft und Gesellschaft klimaneutral umbauen kann. Und nochmal der entscheidende Punkt, denke ich, wird sein, dass man dazu natürlich auch die Macht von Konzernen, von weltweiten Konzernen brechen muss und über öffentliches, also mehr öffentliches Eigentum braucht, das Eigentum an Grund und Boden, wie Sabrina das auch gesagt hat, um diese Entwicklung eben auch im Sinne des Gemeinwohls auch zu gestalten, weil auch an dieser Stelle gilt, der Markt wird es nicht regeln. Also zumindest nicht so, dass es eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten gibt und zumindest nicht so, dass die Kosten und Lasten auch nur ansatzweise gerecht verteilt sind, weil das wird so nicht passieren. Und ich finde, da müssen wir auch als Linke sehr deutlich machen, es darf nicht sein, dass die Menschen, die am wenigsten CO2 ausstoßen, weil sie sich sowieso nichts leisten können, dass die am Ende die sind, die am meisten
zahlen werden und auf die ganzen Lasten des Umbaus abgeladen wird. Also am Ende die Menschen für eine Party bezahlen, auf der sie gar nicht waren. Und denen gesagt wird, ihr müsst euch jetzt noch weiter einschränken. Und deswegen, finde ich, müssen wir das alles drei zusammenbringen. Da hat der Parteitag, finde ich, ganz guten Beschluss gefasst. Aber jetzt gilt es natürlich auch, das umzusetzen und natürlich immer im ganz engen Bündnis mit den Gewerkschaften und natürlich auch mit den ökologischen Bewegungen, die es gibt. Vielen Dank. Ja, ökologische Bewegungen, die es gibt, Markus, aus Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung hört man immer wieder die Forderung an die Politik oder allgemein an die Öffentlichkeit, hört auf die Wissenschaft. Es gibt etwas ungeduldiger formuliert auch Stimmen, die formulieren würden, jetzt ist genug geredet, jetzt muss gehandelt werden. Inwiefern würdest du dem zustimmen, diesem Appell, hört auf die Wissenschaft, und wo würdest du vor dem Hintergrund deiner sozialwissenschaftlichen Arbeit sagen, da besteht aber durchaus noch sozialwissenschaftlicher Klärungs- und Redebedarf? Ja, also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn man generell stärker auf die kritische Sozialwissenschaft hören würde, als man das tut. Das wäre sicherlich ein Fortschritt. Aber ich mache mir da auch gar keine Illusionen. Ich denke auch, dass wir nicht mit diesen Forderungen, hört auf die Wissenschaft, einfach an die Politik herantreten können. Es ist so, dass die Aufgabe der Wissenschaft, zumindest der kritischen Sozialwissenschaft, aber auch der Naturwissenschaften, sicherlich nicht primär darin besteht, präskriptiv zu arbeiten, der Politik vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Damit würden ja auch politische Möglichkeitsräume geschlossen, denn politische Entscheidungen müssen politisch ausgehandelt werden und können nicht von der Wissenschaft vordefiniert werden. Ich denke, die Aufgabe, die sich vor allen Dingen einer kritischen Sozialwissenschaft stellt, ist, durch eine gute Analyse Verhältnisse transparent zu machen. Also deutlich zu machen, dass bestimmte Verhältnisse, die von interessierter Seite, also von Konservativen, von liberalen Parteien, zum Teil von sozialdemokratischen Parteien und entsprechenden gesellschaftlichen Kräften, die von interessierter Seite in der Natur des Menschen verortet werden, dass das geschichtliche Verhältnisse sind, dass es geschichtlich gewordene Verhältnisse sind, dass sie veränderbar sind. Ich denke, eine gute Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrem Gewordensein, in ihrer Veränderbarkeit ist das Beste, was eine kritische Sozialwissenschaft leisten kann und womit sie auch zu einer sozial-ökologischen Transformation beitragen kann. Um Marx zu zitieren, man kann die Gesellschaften oder man muss die Verhältnisse zum Tanzen bringen, indem man ihnen ihre eigene Melodie vorspielt. Ich glaube, darauf kommt es an. Ja. Damit öffnen wir Denkhorizonte. Und ich möchte gerne im Hinblick auf eine sozial-ökologische Transformation vier Bereiche unterscheiden, wo ich sagen würde, da gibt es politischen Handlungsbedarf, da gibt es sozialwissenschaftlichen Analysebedarf. Und einiges ist bereits angeklungen in den Beiträgen meiner VorrednerInnen. Das eine ist Rückbau. Rückbau von Industrien. Wir können uns bestimmte Industrien nicht länger leisten. Dazu gehört etwa die Autoindustrie, dazu gehört der Bergbau, dazu gehört ein Extraktivismus, über den Sabrina gesprochen hat. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Industrien so zurückbauen können. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die die Sozialwissenschaft beitragen kann. Sie kann zum Beispiel dazu beitragen, historische Erfahrungen mit dem Rückbau bzw. mit demokratischer Konversion wieder präsent zu machen, für die heutige Debatte aufzubereiten. Ich erinnere an die 70er Jahre, als in Großbritannien, aber auch in Deutschland wichtige Debatten geführt worden sind über den Rückbau von Industrien, über die Konversion der Rüstungsindustrie, der Werftenindustrie, zum Teil der Autoindustrie. Das sind Debatten, die heute kaum eine Rolle spielen, die aber eine Rolle spielen sollten. Das ist ein enormes Wissen, ein enormes historisches Wissen, das heutige Kämpfe eben auch orientieren kann, das zur Orientierung dieser Kämpfe beitragen kann. Das wäre ein wichtiger Punkt, den Sozialwissenschaften in der sozial-ökologischen Transformation leisten können, wozu sie beitragen können. Ein weiterer Punkt wäre natürlich aktuelle Analysen. Janine sagte eben, dass sie in Betrieben gewesen wäre, wo die Beschäftigten eben auch Alternativen vorgebracht haben, wo sie gezeigt haben, dass sie ganz anderes als Autos zum Beispiel produzieren können. Das ist auch eine Erfahrung, die wir in Forschungsprojekten gemacht haben, die in einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung von Jörn Böwe, Stefan Kroll, Johannes Schulten sehr schön herausgearbeitet worden ist. In Beschäftigtenbefragungen, Befragungen mit Beschäftigten. Die Beschäftigten sind keineswegs nur an ihren Arbeitsplätzen interessiert, weil sie sich auch nicht nur als Arbeitsplatzbesitzer wahrnehmen. Natürlich wollen sie ihren Arbeitsplatz, das ist ja auch eine legitime Forderung, aber auf diesen Arbeitsplätzen kann man eben auch sozial und ökologisch sinnvolle Dinge tun. Und
Viele Beschäftigten haben, Janine hatte darauf hingewiesen, sehr, sehr gute Ideen. Viele Beschäftigten wissen, dass sie es sind, die den Betrieb am Laufen halten. Und dass sie es oft sind, die den Betrieb auch gegen die Vorgaben des Managements am Laufen halten. Und so hat das mal sehr schön der Soziologe Michael Buravoy formuliert, wenn die Beschäftigten schon gewissermaßen zum Teil gegen das Management die Bedingungen zur Erwirtschaftung von Profit sichern, dann können sie auch gleich zum Sozialismus übergehen. Also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Aber da steckt ein ganz enormes Potenzial drin und das muss man aktivieren. Da sehe ich auch eine wichtige Rolle der Gewerkschaften, das stärker ernst zu nehmen, das zu aktivieren, hier anzusetzen. Das wäre ein Punkt, wo kritische Wissenschaft und kritische gesellschaftliche Akteure sehr gut zusammenarbeiten können. Ein zweiter Punkt neben dem Rückbau ist der Aufbau von anderen gesellschaftlichen Bereichen, Infrastrukturen, im Bereich Mobilität, aber auch soziale Infrastrukturen. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wo es hier Defizite gibt. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es hier einen ganz enormen Bedarf, aber auch ganz enorme Potenziale gibt, um hier etwas aufzubauen und dass es auch gesellschaftliche Akteure gibt, Beschäftigte, die eben sowas unterstützen würden. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Bereich für eine Linke, für eine gesellschaftliche Linke, für eine politische Linke, aber auch für eine kritische Sozialwissenschaft, das zu unterstützen durch entsprechende Forschung. Hier in der Stiftung laufen ganz viele Arbeiten auch gerade zu diesem Thema. Ein dritter Punkt wäre die Anpassung. Klimafolgenanpassung ist ein Thema, was die Linke bisher kaum angegangen hat. Ich meine nicht nur die politische Linke, ich meine auch die gesellschaftliche Linke. Man hat sich immer so ein bisschen darum herumgedrückt, weil Klimafolgenanpassung, sich damit zu beschäftigen, bedeutet ja eigentlich, dass man den Klimawandel als Tatsache akzeptiert. Ja, wir müssen ihn als Tatsache akzeptieren. Das haben Menschen im globalen Süden, das erfahren die schon seit Jahren, ja, und das erfahren zunehmend auch Menschen im globalen Norden. Das hat etwa die Flutkatastrophe im letzten Jahr im Rheinland und im Ahrtal gezeigt. Der Klimawandel ist Realität und es ist eine Aufgabe der Linken, sich dem zu widmen, Konzepte zu entwickeln, wie man durch eine soziale Klimaanpassungspolitik vielleicht auch gerade Mehrheiten organisieren kann. Wir haben gerade ich bin auch Fellow hier am Institut für Gesellschaftsanalyse der Stiftung und wir haben gerade ein neues Heft der Zeitschrift Luxemburg gemacht, das sich genau diesem Thema widmet, also Klimafolgenanpassung. Und darin geht es unter anderem eben auch um die Frage, inwieweit ist Klimafolgenanpassung nicht einfach eine technische Frage, also höhere Deiche oder was auch immer. Ja? Es ist eine soziale Frage. Es ist eine soziale Frage deshalb, weil die Folgen des Klimawandels sozial sich äußerst differenziert auswirken werden. Diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, werden diejenigen sein, die am stärksten davon betroffen sind. Da muss man ansetzen, da muss die Linke Antworten drauf finden. Und ich finde, da gibt es auch Chancen. Da gibt es Chancen, weil vieles von dem, was die Gesellschaft an die Klimakrise anpasst, etwas ist, was von den Linken seit jeher gefordert wird. Energetische Sanierung vom sozialen Wohnungsbau, weniger Autos in den Städten, einen besser ausgebauten, zugänglichen, einen für alle zugänglichen ÖPNV, der die Mobilität eben für alle fördert. Eine Landwirtschaft, die auf ökologischen Anbaumethoden beruht und solidarische Stadt-Umland-Beziehungen schafft. Das sind Ansatzpunkte, das sind Dinge, die Linke immer schon gefordert hat und die jetzt im Zeichen der Tatsache, dass der Klimawandel zu einer Realität, zu einer Alltagsrealität der Menschen wird, wirklich zu einer Notwendigkeit werden. Und insofern hat so eine Politik plötzlich jetzt den Rückenwind der ökologischen Krise, wenn man es jetzt mal so ein bisschen zugespitzt formulieren sollte. Ein vierter Punkt wäre Reparatur. Ja, also ich glaube, auch eine sozialistische Gesellschaft wird über Generationen hinweg damit beschäftigt sein, die ökologischen Schäden, die der Kapitalismus verursacht hat, aufzuräumen, zu reparieren. Da entsteht jede Menge Arbeitsbedarf. Ja, da kann man eine ganze Menge an sinnvoller Arbeit leisten. Und da entsteht auch jede Menge an Bedarf an internationaler Kooperation, weil diese Schäden dann eben zum großen Teil auch vom fossilen Kapitalismus des globalen Nordens im globalen Süden angerichtet worden sind. Ja. Da sehe ich einen ganz wichtigen Bereich. Da ist noch Forschung zu machen, da ist politisches Handeln notwendig. Da geht es darum, internationale Solidarität zu stärken. Und hier sehe ich ein sehr wichtiges Handlungsfeld für linke Kräfte, sowohl im Bereich Wissenschaft als auch Politik, Gewerkschaften, soziale Bewegungen. Vielen Dank. Danke, Markus. Ja, wir würden jetzt gleich den Raum öffnen für Fragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum. Bevor wir das machen, würde ich aber wie angekündigt noch mal die Möglichkeit geben, hier auf dem Podium aufeinander zu reagieren. Und wenn ihr einverstanden seid,
in der gleichen Reihenfolge, in der wir die erste Runde gemacht haben. Sabrina, möchtest du noch mal kommentieren? Ich muss euch leider bitten, euch in dieser zweiten Runde kürzer zu fassen als in der ersten, weil die Zeit schon relativ weit fortgeschritten ist. Thank you. I think I want to pick up on the issue of the automobile industry, because lots of people doing research on this, and I think it connects you things that Uli and Marcus have discussed on the imperial mode of living and how it's become so normalized. Because I think the car is a really big symbol of our own denialisms within the left when we're talking about transition. We usually talk about climate denialism as a Trump-style denialism. There's no such thing, flat earth, denial science. But one of the important things about recognizing the social science around climate change is also climate science. So it's not just about the numbers coming from IPCC, but also how we implement things and how we actually talk about social transition and how it impacts people, but also what kind of relations we need to change. This is important because it makes us confront our own denialisms. And one of them is that we have normalized that green capitalism is a driver of innovation around climate transition. So they have the patents, they're talking about technology. We do afford ourselves a little bit of a delay in terms of our action, but because, well, it's already happening, but it will be worse in the future. So we may have a little bit of time because technology will help us along the way. So we have normalized this idea that technology will save us at some point. When we actually, like when we're looking to the data and we know that most of what we need in terms of technology for transition is actually things that have been available for a really long time. It's like agroecological systems. We can be talking about different ways of like implementing and reutilizing resources. So there are ways of like making sure that you build houses and they're more efficient, and you don't necessarily need Silicon Valley for that. We can use these other types of knowledge. But because it's so easy, so flashy, when you know they're like showing these patents and they're showing this like high-end technology, we tend to normalize it, and that ends up feeding to this denialism around time and around technology. And I think the car represents a lot of that, because when we're talking about degrowth, and I know that in the Global South, it's a little bit of a complicated conversation because the name itself sometimes rings something like austerity, or it rings as something that will prevent development in places where you don't have sanitation, for example. But when we're talking about degrowth as an element in conversion, so this conversation around conversion is really important, is that you will be degrowing certain things to grow others, and these others will grow but won't be under this growth imperative of capitalism and capitalist accumulation. And the car has been a big issue because it seems like a lot of people don't want to give up on it. So it's not just from the standpoint of workers who are concerned about their jobs in the automobile industry, but it's also because people have normalized the car so much that we think sometimes that, well, if the electric car is a good thing, when actually the electric car is distracting us from a lot of our priorities, because the investments around the electric car are not for buses or trucks or ambulances and fire trucks. They're focused on the passenger EV. And we do not have the resources to do the conversion from 1 billion fossil combustion vehicles to 1 billion EVs. That's just absurd. Yet, all of the time we're having these conversations about like Norway subsidizing EVs, and you know, we're going to like GM is going to get rid, is going to make sure that every car model is also electric by 2035 or something like that. And with, oh yeah, good, we're improving. No, this is bad. We need to talk about how we actually have to cut down. And cutting down means that this conversation around conversion should highlight the fact that a lot of the transition jobs, and this is the hard part, a lot of the transition jobs, they're actually transitional. They are temporary.
So we have this illusion that we're creating green jobs and these are they are going to be excellent for the transition, but some of them, they'll be around when we're building the infrastructure. So we were talking about windmills. We have like jobs for people at the windmills. But then they become like these very boring maintenance jobs and you won't have enough, you know, jobs available for that because hopefully we don't have planned obsolescence so the windmills won't be breaking down all the time. So that's the thing. That's the whole issue around green jobs. This is another denialism that we have, that we've been telling ourselves this story that we can just convert all of the jobs into being green when we're actually going to have to like reduce a lot of these functions. And that gets into the point around time, leisure time, making sure that we're reducing the work week needs to be one of the primary proposals around transition. It's around making sure that people work less and less and they have a job guarantee connected to this. And I think this is a way of like helping to deal with these concerns that are coming either from the rising cost of living in Europe, but that's also the case in Brazil, but also concerns that maybe will help us make the 9 euro ticket a reality for much longer. Because what about like what is a better way to kill the car than like making public transit super affordable and you can go all around the country all the time? So perhaps that's it. Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht das Stichwort Partizipation mitnehmen der Kolleginnen und Kollegen aufgreifen. Weil das ist etwas, was uns aus Gewerkschaften umtreibt. Es ist ja auch mehrfach erwähnt worden, auch wir als Gewerkschaften haben natürlich mit sinkenden, oder haben nicht natürlich, aber haben mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Und wir wissen natürlich nur, wir können nur etwas durchsetzen, wenn wir stark sind. Das zeigt sich sozusagen tagtäglich in Tarifauseinandersetzungen. Nur wer letztendlich Leute auch auf die Straße bringen kann, kann etwas durchsetzen. Und da hat man schon ein merkwürdiges Phänomen, wo man eigentlich sagen müsste, das sind eigentlich Zeiten, wo sich Menschen mehr und nicht weniger engagieren und erleben trotzdem, dass wir extrem mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben und erleben da eigentlich auch immer so noch die stärkere Differenzierung in der Gesellschaft. Also wir haben jetzt, das hatten wir in der Vergangenheit noch nie, viele Austritte, die damit begründet werden, mit der Position etwa von Verdi zur Impfpflicht, dass da sozusagen explizit Austritte kommen, weil man da nicht mitgehen will. Also es differenziert sich eben sehr stark. Also was wir jetzt eben versuchen, ist eben maximal Kraft aufzuwenden, damit wir auch wieder als Gewerkschaften stärker werden. Nur dann können wir unsere Position durchsetzen, sind nur etwas natürlich, und da sind vielleicht auch die Wissenschaftler vielleicht noch mal gefragt, so vor dieser Frage, also wie kriegt man das hin? Weil Gewerkschaften sind wirklich extrem demokratische Organisationen. Man spricht zwar immer, dieser Begriff kommt ja immer, die Gewerkschaften sollen mal, aber in der Praxis sieht es ja so aus, dass letztendlich jede gewerkschaftliche Forderung wird in den einzelnen Tarifverhandlungen, Tarifauseinandersetzungen von den Beschäftigten selbst sozusagen formuliert. Im Prinzip ist das eigentlich nur eine Plattform, die da geboten wird. Und man kann nur begrenzt, also auch ein Frank Wernicke kann nur begrenzt von oben sozusagen durchgreifen, sondern es ist sozusagen alles, was es muss von unten kommen. Ne? Also sehr demokratisch, also bei uns ist es so bei Verdi noch ganz besonders. Also die Tarifkommissionen haben die absolute Hoheit und da kann kaum einer, da kann man praktisch gar nicht rein redigieren. Also insofern müssen wir auch wirklich extrem aufklärend wirken. Und da ist eben die Frage, wie kriegt man das eben hin, dass man alle Beschäftigten mitnimmt? Und da ist natürlich auch dann die Politik gefordert, die eben Ängste dann eben nimmt und auch alles tut, die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit die Tarifbindung wieder größer wird. Wir kämpfen zurzeit dafür, dass ein Bundestariftreuegesetz durchkommt. Das heißt also, alle öffentlichen Aufträge zumindest an Unternehmen vergeben werden, die zumindest tarifgebunden sind oder vernünftige Löhne zahlen. Auch gar nicht so einfach, das eben durchzusetzen. Oder die Bedingungen für eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen zu verbessern. Dass also letztendlich auch Unternehmen, die gar nicht tarifgebunden sein wollen, letztendlich aber dann eben durch gesetzgeberische Maßnahmen gezwungen werden, zumindest dann einen allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag einzuhalten. Das heißt, also, was wir brauchen, ist sozusagen politische Ansätze, die wir fordern,
Und gleichzeitig müssen wir natürlich als Gewerkschaften auch versuchen, die Leute sozusagen irgendwie dafür zu begeistern und zu motivieren, Gewerkschafter zu sein, weil nur gemeinsam ist man stark, nur gemeinsam kann man was durchsetzen. Und das ist auch das, was Markus gesagt hat. Wir müssen natürlich extrem überzeugen und müssen die Menschen mitnehmen. Und wir als Gewerkschaften sind sozusagen unmittelbar sozusagen gezwungen zu schauen, ne? Also wenn wir voranschreiten, kommen die Leute auch hinterher und stehen wir nicht auf einmal dann alleine vor den Werkstoren, sondern wir müssen wirklich alle mitnehmen. Und das ist wirklich keine einfache Geschichte. Und ich glaube, meine größte Enttäuschung ist irgendwie so, weil ich habe mir auch so angenommen, dass so Demokratie, Demokratisierung so ein Prozess ist, der sich so kontinuierlich durchsetzt, der mit Bildung, mit Engagement, auch mit Wohlstand sich durchsetzt. Und wir müssen irgendwie so wahrnehmen, das zeigt es ja nicht nur in Brasilien, das zeigt es in den USA, wo wir vielleicht demnächst wieder Trump dran haben werden, das zeigt es in Ungarn, also in vielen Ländern, dass wir irgendwie so gegensätzliche Bewegungen haben. Also Menschen irgendwie, man den Eindruck hat, stimmen gegen ihre eigenen Interessen ab und halten solche Menschen oder versetzen sie in machtvolle Positionen, die dann komplett sozusagen alles einreißen, was man sozusagen mühevoll über viele Jahre aufgebaut haben. So, und da sind natürlich die Gewerkschaften diejenigen, die noch eine große Organisation sind, und wir müssen gucken, dass wir eben auch da wieder stärker werden. Aber irgendwie sind auch Kräfte in der Gesellschaft, die noch nicht ganz verstanden sind, die auch in die andere Richtung marschieren und sehr sich ausdifferenzieren. Und das ist natürlich ein Problem. Und da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam dran arbeiten. Und was wir als Gewerkschaften dazu tun können, tun wir. Wir versuchen, gestärkt zu werden. Wir versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, damit letztendlich sozusagen sich die guten Bewegungen eben auch durchsetzen und wir die auch weiter unterstützen können. Danke. Macht ihr direkt weiter? Ja, ich will vielleicht zu zwei Punkten nochmal sagen. Also zum einen finde ich das sehr richtig, was Markus eben gesagt hat zum Thema Klimafolgenanpassung. Ich glaube auch, dass wir das noch zu wenig auf dem Schirm haben, weil natürlich vollkommen klar ist, dass der Klimawandel ja nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und die 1,5 Grad, im Moment sieht es eher noch schlimmer aus, ja, also auf jeden Fall die Klimaerwärmung ja nicht mehr zu verhindern ist. Und da geht es ja wirklich jetzt auch darum, wirklich Städte umzubauen, Flächen zu entsiegeln, ja, und wirklich massive Investitionen zu tätigen, um uns auch auf Extremwetterereignisse, auf Hitzewellen vorzubereiten. Und ich glaube, das wird gar nicht, diese Investitionen durchzusetzen, von denen man ja erstmal gar keine Verbesserung merkt. Ja? Also von vielen von diesen Investitionen, sondern im besten Fall merkt man nichts, weil Katastrophen verhindert werden. Also deswegen glaube ich, also wird das, aber dafür bräuchten wir eigentlich massive Investitionen, ne? Energetische Sanierung. Aber ich meine, es gibt ja auch die ganzen Kataster jetzt schon, ja, die sich die Starkregenereignisse berechnen, ja, die Überflutungsgebiete sich berechnen. Ich habe mir das mal alles erklären lassen. Wir haben in Hessen gibt es das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, die ein Zentrum für Klimafolgenforschung haben, was unglaublich spannend ist, also auch wie kleinteilig sie das anschauen. Ja, welche Folgen eben wirklich der Klimawandel auf die verschiedenen Bereiche hat und da auch konkrete Vorschläge machen. Aber eben die Investitionen sind natürlich enorm, die in dem Bereich getätigt werden müssen. Und wenn es dann so ein Ereignis gibt wie jetzt im Ahrtal oder im Rheinland, dann wird darüber diskutiert. Aber eigentlich muss man natürlich darüber reden. Und da rede ich jetzt, habe ich jetzt über Deutschland geredet. Die Klimafolgenanpassung im globalen Süden ist natürlich noch deutlich dramatischer. Aber das, finde ich, ist ein Punkt, wo du recht hast, den wir zu wenig auf dem Schirm haben. Das Zweite, was ich sagen will, ich stimme vollkommen zu, dass man nicht einfach sagen kann, wir werden schon technische Lösungen finden und dann bleibt einfach unsere Art zu wirtschaften und zu leben einfach, wie sie vorher war. Und deswegen, also ich glaube auch, dass E-Mobilität eine total wichtige Rolle spielen kann, aber natürlich vornehmlich für den öffentlichen Personenverkehr, und das einfach nicht so funktioniert, dass man einfach sagt, wir tauschen den Verbrennungsmotor einfach aus und dann bleibt alles so, wie es ist, weil das Problem beim Auto ist ja nicht nur der Auspuff. Also mal davon abgesehen, dass beim Elektroauto natürlich auch die Frage ist, wie sauber ist der Strommix? Also das ist ja, also der
quasi der Auspuff des Elektroautos ist ja der Schlot des, was weiß ich, Kohlekraftwerks oder so. Also dass die Frage ist, wie sauber ist der Strommix? Aber es ist eben auch ein größeres Problem als jetzt nur der CO2-Ausstoß bei der Nutzung, sondern es ist ja auch der ganze Ressourcenverbrauch, es ist der Flächenverbrauch. Und deswegen finde ich, gerade jetzt, also gerade in den Zeiten, was ja total pervers ist, wir reden über Klimawandel und die Autos werden immer größer. Und ich glaube mittlerweile jede vierte Neuzulassung ist ein SUV, glaube ich. Ja, also eine völlig Absurdität. 2 Tonnen Blech transportiert 70 Kilo Mensch. Und ich finde, wir müssen aber schon auch versuchen, Menschen dafür zu gewinnen, indem wir auch erklären, was wäre das denn eigentlich für eine Verbesserung von Lebensqualität? Ja, wir schaffen würden, den Automobilverkehr, den individuellen, den motorisierten Individualverkehr wirklich deutlich zu reduzieren. Weil das würde eben bedeuten, dass wir wahnsinnig viele Flächen gewinnen würden, wo heute in der Regel 23,5 Stunden am Tag ein Auto steht und gar nicht genutzt wird. Das würde bedeuten, dass man Platz gewinnen könnte für Grünflächen, für bezahlbares Wohnen, für Ateliers, für einfach ja auch Orte, an denen sich Menschen treffen können. Und wie viel Zeit natürlich man auch sparen würde, wenn Menschen eben nicht tagtäglich in Pendlerströmen im Stau stehen würden und sich eben mit den Autos in die Innenstädte quälen würden. Weshalb ich auch finde, dass wir das Thema auch sehr stark, also auch das Thema Regionalentwicklung, ja, also das ist das Gefälle zwischen Stadt und Land, also auch das sehr, sehr stark angehen müssen. Weil natürlich ist es so, dass Menschen sich die Wohnungen in der Stadt nicht leisten können, die ziehen raus und pendeln dann in die Stadt wieder rein. Also deswegen wohnortnahes Arbeiten oder arbeitsnahes Wohnen finde ich wichtig. Auch wichtig, wie kann der ländliche Raum belebt werden, dass Menschen eben nicht gezwungen sind, in die Städte zu ziehen oder in die Städte zu pendeln, weil es einfach überhaupt keine Infrastruktur mehr gibt. Also deswegen, finde ich, müssen wir das auch alles miteinander diskutieren und natürlich eben auch die Frage, wie kann man eben auch, ja, vernünftige Angebote machen. Ich meine, das 9-Euro-Ticket ist total großartig, weil Menschen jetzt einfach zum ersten Mal teilweise seit Jahren mal wieder ihre Verwandten besuchen können, die sich das nicht leisten konnten. Aber es zeigt natürlich auch die Schwachstellen des öffentlichen Personenverkehrs in Deutschland auf. Und zwar ziemlich schonungslos, wenn man sich anschaut, was an den Bahnhöfen gerade los ist, dass natürlich die Kapazitäten nicht ausreichen. Und deswegen finde ich, wir müssen natürlich auch also klar machen, wir müssen Deutschland zum Bahnland machen, weil ich meine, die Leute, die morgens um 6 Uhr Dienstbeginn haben im Pflegeheim oder im Industriebetrieb, ja, für die ist ja nicht nur die Frage, kann ich es mir leisten, sondern die Frage, stimmt die Taktung überhaupt? Und natürlich die Angewiesenheit aufs Auto, gerade in den vielen ländlichen Gebieten, also hier in Berlin ist es natürlich ein bisschen anders, aber in den ländlichen Gebieten ist natürlich, wo irgendwie zweimal am Tag der Bus fährt, so ungefähr, und das ist dann auch in der Regel der Schulbus, das heißt, dass er in den Ferien nicht fährt. Also da gibt es natürlich eine sehr starke Angewiesenheit da, und deswegen finde ich Ausbau des ÖPNV, Einsatz von Bussen, aber auch eben die Reaktivierung von Schienen, also was seit der 1994, seit der Bahnreform sind tausende Kilometer stillgelegt worden, so viele Bahnhöfe stillgelegt worden, und ich finde, da müssen wir auch ran, und auch da geht es natürlich wieder um Geld und Investitionen, weil ich meine, die Schweiz, die ja ein wirklich gutes Bahnnetz hat, die geben pro Person über 400 Euro für Schieneninfrastruktur aus. Und in Deutschland sind es 88 Euro. Und das merkt man halt. Und ich meine, die Schweiz kommt noch dazu, dass sie eigentlich eine sehr schwierige Topografie hat und das trotzdem schafft, also mit all den Gebirgen und Tunneln, und schafft einfach dieses Land wirklich mit einem engen Bahnnetz auszustatten, und in Deutschland einfach die Bahn, also das Bahnnetz und die Bahn einfach zerschlagen wurde und zerstört wurde an vielen Stellen. Und ich finde, die Entwicklung auch rückgängig zu machen und darüber zu reden, dass wir ja wirklich sowas wie eine Bürgerinnenbahn brauchen, wo wirklich die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen an erster Stelle stehen, das finde ich total wichtig, und dazu gehört eben natürlich der Preis, aber es gehört auch Zuverlässigkeit und Taktung dazu. Es gehört Barrierefreiheit dazu, ganz wichtig. Also das ist einfach ein riesiges Problem für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, aber auch einfach Menschen, die einen Kinderwagen dabei haben, ja, dass die Barrierefreiheit ein riesiges Problem ist und Menschen die Bahn in Teilen überhaupt nicht nutzen können. Ja, gerade ich kriege das immer wieder mit, Leute, die dann am Bahnhof stehen und irgendwie dann sich hingestellt haben nach Wagenstandsanzeige, und dann wird die Reihenfolge geändert oder das Gleis wird geändert. Und ich meine, das ist für
ich finde das schon immer total nervig, wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie einen Koffer und zwei kleine Kinder dabei, man hat vielleicht ist auf einen Rollator angewiesen. Also ich finde, das gehört auch dazu, dass es einen Komfort haben muss und dass Menschen eben die Bahn dann auch nutzen können und das ein attraktives Angebot ist. Und deswegen finde ich das Thema sozial-ökologischer Umbau, da finde ich, dass die Linke dabei gerade das Thema Bahn in den Vordergrund stellen sollte, weil ich denke, das ist wirklich der Schlüssel dafür, dass wir eben auch Alternativen haben zum Automobilverkehr und dass wir den reduzieren müssen, das ist vollkommen klar. Und da helfen uns eben nicht einfach technische Lösungen. Ja, ich würde gerne zwei Punkte aufgreifen. Einen, den du, Janine, eben gerade nochmal zu Beginn deines zweiten Statements gesagt hast. Du meintest, Klimaanpassung merkt man nicht. Ich würde dem nicht so zustimmen. Ich glaube, also wenn man jetzt, man entsiegelt Flächen, man schafft mehr Grünflächen, gerade auch dort, wo die Benachteiligten leben. Ja? Und das ist etwas, wo man Klimaanpassung unmittelbar merkt. Und ich finde da, gerade das, weil man das merkt, dann kann man eben mit so einer guten, auch linken Klimaanpassungspolitik wahrscheinlich auch gesellschaftliche Mehrheiten organisieren und klar machen, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich dafür eben zu kämpfen. Und das ist etwas, was die Stadt sowohl ökologisch nachhaltiger als auch sozial gerechter macht. Man merkt es bei weniger Flächen für die Autos. Man merkt es bei besseren Wohnverhältnissen für die sozial Schwachen. Ja. Und man merkt es auch bei urbanen Gärten. Ja. Also urbane Gärten sind, glaube ich, ein sehr wichtiges Phänomen, ja, das gerade auch Menschen mit einem geringen Einkommen die Möglichkeit bietet, eben auf diese Art und Weise eine sinnvolle Arbeit zu tun, die gleichzeitig zu der eigenen Subsistenz beiträgt. Das sind wichtige Gärten, das sind wichtige Räume, wo soziales Kapital entsteht, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen und wo eben auch Initiativen gegründet werden können und vieles mehr. Dafür Räume zu sichern, das finde ich eine Aufgabe für eine linke Stadt- und Anpassungspolitik. Also Mike Davis, ein US-amerikanischer Stadtsoziologe, der hat das vor über 10 Jahren mal so schön gesagt, eben was Städte sozial gerechter macht, macht sie auch ökologisch nachhaltiger und umgekehrt. Ja. Es geht um eine solidarische Resilienz. Das halte ich für einen wichtigen Beitrag, den linke Politik eben zur Klimaanpassung leisten kann. Ein zweiter Punkt bezieht sich auf das, was Norbert gesagt hat. Also du hattest ja nochmal darauf verwiesen, dass das Kerngeschäft der Gewerkschaften jetzt wieder stärker in den Vordergrund rücken. Ich finde diese Hinweise auf die organisationspolitischen Dilemmata, die du genannt hast, total wichtig. Ja, ich sehe das und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, damit umzugehen. Ich habe mich nur gefragt, ob man das, was du als Kerngeschäft bezeichnet hast, von diesen übergreifenden Aufgaben, also eher von den gesellschaftspolitischen Aufgaben, die Gewerkschaften eben auch erfüllen, ohne weiteres trennen kann. Ich würde die These vertreten, dass man dem Kerngeschäft nur dann gerecht werden kann, wenn man die übergreifenden gesellschaftlichen Fragen stärker in den Vordergrund rückt. Wenn man diese Fragen verfolgt, dann wird es leichter, das Kerngeschäft zu verfolgen. Also Corona ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Corona ist eine Frage von gesellschaftlicher Relevanz, wie sie in den letzten Jahren kaum in dieser Massivität aufgetreten ist. Diese Frage so zu politisieren, dass man sagt, okay, wir brauchen, ich meine, klar, das habt ihr alles gemacht, aber ich würde trotzdem noch mal gerne darauf beharren, wir brauchen einfach mehr Arbeitsplätze, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen in sozialen Infrastrukturen, weil gerade diese Krise gezeigt hat, dass es diese Infrastrukturen sind, die in der Krise die Gesellschaft am Laufen halten, die das gute Leben ausmachen, die ein gesellschaftliches Zusammenleben gewissermaßen untermauern, die das gesellschaftliche Zusammenleben erst möglich machen. Das müssen wir ausbauen. Das ist eine gesellschaftspolitische Rolle, hier das zu fordern. Ja? Und das ist eine gesellschaftspolitische Rolle, die unmittelbar der Wahrnehmung des Kerngeschäfts der Gewerkschaften dient. Das würde ich sehr stark miteinander verbinden. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann ist es auch viel leichter, die ökologischen Fragen und die sozialen Fragen miteinander zu verbinden. Dann geht es nicht mehr darum, den ökologischen Strukturwandel sozial abzufedern, sondern dann ist der ökologische Strukturwandel implizit ein soziales Gesellschaftsprojekt, das die Gesellschaft gerechter macht. Ich glaube, das müssen wir vor Augen haben. Wir dürfen nicht in diesem Gegensatz denken, ökologisch versus sozial. Das eine und das andere muss miteinander ausbalanciert werden. Das ist eine Politik, wie sie ganz stark von den Grünen, von der SPD gemacht wird. Das wird auf Dauer weder funktionieren, noch wird es irgendwie zu einer ökologischen Nachhaltigkeit oder zu einer Abmilderung sozialer Gegensätze führen. Ganz im Gegenteil, es wird es verschärfen. Und hier kann die Linke intervenieren. Und ich würde sagen, diese spezifische Differenz einer linken Politik wäre dann eben, und das ist ja auch schon mehrfach genannt worden, eben die soziale als ökologische und die ökologische als soziale Frage zu begreifen und das entsprechend auch zu vertreten. Jetzt bist du direkt angesprochen worden, Norbert. Ich würde aber, bevor du Gelegenheit hast, nochmal darauf zu reagieren, jetzt erstmal das Versprechen einlösen,
fürs Publikum die Diskussion zu öffnen und dementsprechend fragen, gibt es Fragen, Diskussionsbeiträge, Redebedarf? Da hinten meldet sich jemand. Es gäbe da hinter der Kamera im Mittelgang dieses Mikro, benutzt das doch bitte. Jo. Hallo, ich bin Thorsten Wagner, bin hier auf dem Seminar, aber Betriebsrat und auch Arbeiter in der Automobilindustrie. Und ich habe vorher eine Kontroverse wahrgenommen, die nicht so ausgeführt worden ist, nämlich vom Norbert, der Dreiklang sozial, ökonomisch als auch ökologisch. Und Janine hat es nochmal gesagt, ökologisch, sozial und demokratisch. Das heißt, die Fragestellung an der, muss doch sein, wenn wir einen Fokus darauf legen als Gewerkschaften, ich bin auch Gewerkschaftsmitglied, wir wollen ökonomisch das mit im Einklang bringen, aber dem Kapital ist es scheißegal, weil sie lediglich ihren Maximalprofit sehen, dann springen wir zu kurz. Und ich denke, das wäre interessant, wenn ihr da nochmal drauf eingeht, wie können wir innerhalb des Kapitalismus sozial, ökologisch und demokratisch agieren, oder bedarf es dafür auch ein Stück weit oder die komplette Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise? Ich würde gerne ein paar Beiträge sammeln. Es gab auch schon eine weitere Meldung von Uli Brandt hier vorne. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass das Kolleg losgeht und möchte auch nochmal an dieser Stelle Janine zur Wahl gratulieren. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und ich hoffe jetzt auch, dass die Partei sich stabilisiert und auch vorwärtstreibend ist. Und deshalb finde ich auch so inhaltliche Debatten sehr wichtig. Ein Punkt, den hat Markus gerade auch schon gesagt, auch an Norbert. Wir hatten ja vor 3 Jahren ungefähr in den Blättern für deutsche internationale Politik diese Kontroverse, wo ich den Gewerkschaften ein bisschen vorgeworfen habe, in Krisenzeiten gehen sie zurück zum Kerngeschäft. Und das hast du heute vertreten, obwohl du mich damals kritisiert hast. Und ich würde das von Markus nur unterstreichen, ist nicht genau jetzt, ich sehe die Mitgliederschwäche, Organisationsschwäche, jetzt genau der Punkt, auch vorwärtsweisend Konzepte zu formulieren. Und der zweite Punkt, der mich umtreibt, ich war heute Mittag vom Zentrum für internationalen Dialog, also die Rosa-Luxemburg-Abteilung für globale Arbeit, bei der Jahrestagung. Und da gab es ein Abschlusspanel mit Heinz Bierbaum, Vorsitzender der Europäischen Linkspartei, Christine Buchholz, lange im Bundestag, Nina Treu, Linkspartei und Konzeptwerk Neue Ökonomie und Mario Neumann von Medico International. Und es war eine total spannende Kontroverse um die Frage des Internationalismus und des Globalen. Und selbst Heinz Bierbaum sagt, dass postulieren wir den Internationalismus, aber wir machen es nicht im Alltagsgeschäft. Und wenn ich Janine jetzt so ein bisschen interpretieren würde, du sagst dann schon Lieferkettengesetz und anderes, aber wie kommen wir da weiter? Und Sabrina weist ja in ihrem Vortrag darauf hin, es ist ja nicht Brasilien isoliert, es ist der Ressourcenextraktivismus, der sozusagen hier was mit dem globalen Norden zu tun hat. Also wie kann das sozusagen politisch nochmal weitergetrieben werden und was kann da auch die Rolle von Wissenschaft, von Forschung sein? Das treibt mich sehr um. Also das ist sozusagen die Frage des Globalen. Und Mario Neumann von Medico sagt, wir bleiben da sozusagen, der Bezugsraum bleibt nationale Politik. Das ist ja natürlich erstmal wichtig für eine Partei, aber wie geht es darüber hinaus oder auch für Gewerkschaften? Genau, und letzter ganz kurzer Punkt. Drüben dann das zweite Gebäude Rosa-Luxemburg-Stiftung, da ist dann auch die ZIT-Party, wer da nachher noch drauf hin will, die Sommerparty. Thomas Sablowski hat sich auch gemeldet. Ja, ich nehme so wahr, dass zumindest die Mehrheit der IG Metall oder die Führung der IG Metall doch sehr stark eingebunden ist in so ein Projekt, jetzt die Elektromobilität zu fördern als Antwort quasi auf die ökologische Krise in ihrem Sektor. Und da würde mich interessieren auch mal, wie das in Brasilien bei den Metallgewerkschaften ist. Denn dort ist ja die Autoindustrie, Stahlindustrie und so weiter, Fahrzeugbau ist ja auch ein sehr bedeutender Sektor, also sind die brasilianischen Metallgewerkschaften auch so orientiert auf Elektromobilität letztendlich als vermeintliche Lösung der ökologischen Krise? Und Norbert, du hattest gesagt, dass es sehr stark eine Ausdifferenzierung gibt der Interessen unter den Lohnabhängigen und dass es das den Gewerkschaften auch schwer macht, das alles unter einen Hut zu bringen noch.
Da wollte ich nur anmerken, es gibt ja unterschiedliche Arten der Ausdifferenzierung. Also ich würde sagen, es gibt eine gewisse Ausdifferenzierung der Lebensstile, die ja auch positiv ist, also dass Lohnabhängige auch unterschiedliche Interessen entwickeln, was auch teilweise unproblematisch ist. Teilweise ist es aber natürlich auch problematisch, wenn wir eine zunehmende Lohnspreizung haben und es dann immer schwieriger wird, die materiellen Interessen unter einen Hut zu bringen. Und teils sind aber aus meiner Perspektive die Gewerkschaften dann auch selbst verantwortlich. Es macht ja einen Unterschied, ob man etwa jetzt Festgeldbeträge fordert oder prozentuale Lohnerhöhungen. Bei prozentualen Lohnerhöhungen werden halt die absoluten Differenzen in den Einkommen immer größer und damit natürlich auch die Präferenzen immer unterschiedlicher. Die Leute, die halt mehr Geld verdienen, können sich auch leichter erwärmen für Arbeitszeitverkürzung, während die unteren Gruppen der Lohnabhängigen halt eher Lohnerhöhungen brauchen und sich Arbeitszeitverkürzung im Grunde dann oft nicht leisten können. Und jetzt hast du gesagt, es gibt dann diese Tarifverträge mit mehr Wahloptionen, was ja auch eine Antwort schon darauf ist, aber was natürlich auch die Heterogenität letztendlich nicht eindämmt, sondern auch im Grunde zu einer weiteren Ausdifferenzierung der materiellen Interessen dann auch führt aus meiner Perspektive. Da würde ich auch noch mal gerne wissen, wie du das siehst oder wie wir da auch weiterkommen können jetzt aus einer gewerkschaftlichen Perspektive. Ich habe keine weitere Meldung und außerdem den Eindruck, dass das jetzt auch schon reichlich Stoff war für eine abschließende Runde auf dem Podium. Leider haben wir auch schon Schwierigkeiten, unseren Zeitplan einzuhalten. Ich würde euch jetzt dann um nach Möglichkeit Beantwortung der Fragen bitten und der Einfachheit halber wieder in der gewohnten Reihenfolge vorgehen und Sabrina darum bitten, nochmal was zu sagen. Und wie eben erneut der Appell, bitte versucht euch kurz zu fassen. So, to try to be brief, I'll get just two questions. The comment on the metal workers union. One of the issues with the unions in Brazil is that a lot of the conversation on transition is much more on diversification rather than conversion. So people are very open to the idea of let's start diversifying the sector and then we can talk about other types of mobility. And I do think that one of the deficiencies that we have is that it's a country so large and it could be very rich in terms of railroads. But this is not where we're focused right now. So there was actually like part of the project in Brazil to make sure that the country wouldn't be properly integrated. It's making sure that we wouldn't have trains. So the main union in Brazil, CUT, CUT, is doing a lot of work on just transition right now. It has pushed a lot more over the past few years. So this is very, very positive. But with some of the people working on mobility would like to see more engagement on the train question. And I think for the metal workers union, this is very much of interest. Like that would create new jobs. It would be a niche around transition and would pretty much reorganize the country. And just a comment on what Uli was saying on like the national question, because many times conversations around Green New Deal, a transition project, this is about how the country organizes because it's also an electoral question many times, or like here the European Green Deal and things like that. And we actually have a very nice dialectic here. That we need to pose a national question from the leftist standpoint, which is very different from how the right-wing people do it, and the international question. One thing to note is, for example, Mexico and Chile conversations around nationalizing lithium, nationalizing particular resources that are strategic to make sure that you don't have multinational corporations coming in and taking everything without proper planning. So the national question around resources is a question around planning and can be very useful for us to know how we deal with in terms of like how much we use, how much we will absolutely leave on the ground, and how much we'll trade. And that gets to the international question. And that's why every conversation around social ecological transformation
or Green New Deal. It should be about like what the global deal will be. And these really get into foreign affairs and more complicated agreements. But ultimately, it is about getting to this question around sovereignty. And I think this needs to be a very important point when we're dealing with countries in the global south that have been sacrifice zones for the development of other places for a really long time. But also should be a good reminder here, and I was just mentioning to Nina earlier, good friend of mine, Thierry Francos, published a piece on how a lot of people concerned with these conflicts around mining in the global south are just saying, oh, let's just shift it back to the global north, as if that's the answer, right? And then we'll just create new sacrifice zones and everything gets normalized. And I think we need to be quite aware that it's not about shifting the sacrifice from one place to another. It's about changing how we produce things and understanding what absolutely has to stay on the ground, and that's going to be difficult. Ja, ich gehe auf zwei, drei Sachen ein. Uli Brandt hatte ja die Frage gestellt, ob jetzt nicht gerade das ein guter Moment sei, sozusagen die großen Fragen zu stellen und anzugehen. Da fiel mir der Spruch ein, ich werde zwar gut und nicht so roh, doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Also was wir erleben, ist jetzt, also ich hatte ja gesagt, ne, also es, die Gewerkschaft ist eine sehr demokratische Versammlung und es, Forderungen werden immer von unten nach oben sozusagen durchgereicht und dann versucht durchzusetzen. Und gerade jetzt in solchen Krisenzeiten, wo es, wo viele Probleme anstehen, dann wird wirklich an Gewerkschaften ganz klar die Bedingung herangetragen, liebe Leute, ihr seid dafür da, dass ihr unseren Arbeitsplatz sichert und dass wir verdammt nochmal einen Reallohnausgleich haben. Ich habe so viel zu bezahlen, ich muss sozusagen gucken, dass mein Einkommen stimmt. Das sind die beiden Dinge, die jetzt sozusagen im Vordergrund stehen. Und ich hatte gesagt, es steht die große Runde im öffentlichen Dienst Ende des Jahres an, wo wir schon seit langem groß vorbereitet mit einer Arbeitszeitumfrage eigentlich immer das Arbeitszeitthema in den Vordergrund rücken wollen. Das ist jetzt wieder nach hinten gerückt, weil wir einfach sagen, unter den Bedingungen wird es eine ganz, ganz schwierige Runde werden, wo wir eigentlich viel durchsetzen müssen. Und der öffentliche Arbeitgeber signalisiert so schon, liebe Leute, zu verteilen ist überhaupt nichts. Die öffentlichen Haushalte sind so angespannt. Die FDP ruft ständig nach der Einhaltung der Schuldenbremse. Es wird immer sozusagen knapper werden. Das heißt also, um da jetzt was durchzusetzen, muss man sich auf einzelne Dinge wirklich konzentrieren. Und das wird jetzt wiederum einfach die Entgelt, also die Realeinkommenssicherung sein, so leid es uns eben tut. Und dann ist es vielleicht sozusagen so theoretisch eine Forderung, dass man jetzt auch große Themen angreifen muss. Aber praktisch ist das einfach gar nicht durchsetzbar und machbar. Und man muss immer im Blick haben, warum werden Menschen Mitglieder einer Gewerkschaft? Nicht, weil es sozusagen darum geht, Umweltfragen zu bearbeiten. Dann geht man in Umweltverbände rein. Das mag in anderen Ländern anders sein, wo vielleicht die Gewerkschaften die einzigen großen Player noch sind, die soziale, ökologische Themen überhaupt bewegen können, weil es sozusagen andere Organisationen nicht gibt oder die schwächer sind. Aber in Deutschland, wo man sozusagen die Wahl hat, geht man in eine Gewerkschaft, weil es darum geht, Arbeitsplatz zu sichern und letztendlich Realeinkommen zu sichern. Das zeigen unsere Umfragen immer wieder, dass das sozusagen die Hauptmotive sind. Und wir haben dann gute Eintrittsquoten, auch wenn wir das genau durchsetzen können. Das ist so ein Dilemma. Also ich wünschte auch, es wäre anders und man hätte sozusagen eine total sozial aufgeklärte Mitgliedschaft, die sagt, also ich bin sozusagen aus rein altruistischen Gründen in Gewerkschaften und will sozusagen damit die sozial-ökologische Transformation voranbringen. So ist es leider nicht. Es wäre gut, wenn es so wäre. Und das zeigt sich vielleicht auch ganz gut in der zweiten Frage, die gekommen war. Wie wird gefordert? Also Stichwort Lohnspreizung. Völlig richtig, ja, es ist so. Wenn wir nur prozentuale Lohnerhöhungen durchsetzen, dann haben wir einmal eine größere Aufspaltung der einzelnen Entgeltgruppen. Also weil 12% oder 10% oder 5% auf 10.000 Euro sind eben mehr als 5% auf 1.000 Euro. Und dann entwickelt sich das auseinander. Aber auch das wird in den Tarifkommissionen festgelegt. Und wir haben immer wieder die Forderung nach Festgeld, aber dann sind natürlich die anderen, die sagen, ja wieso? Also das ist zwar
möglicherweise nachvollziehbar, aber wir wollen eben auch sozusagen als die besser verdienen, die wir ja auch vertreten. Wir haben ja nicht nur sozusagen die am unteren Ende, sondern auch den ganz normalen Normalverdiener, der Facharbeiter, der sagt natürlich, wenn hohe Festgeldforderungen kommen, dann geht das massiv natürlich zulasten von prozentualen Einkommen. Und wir wollen auch sozusagen daran partizipieren. Das heißt, wir haben in jeder Tarifkommission immer wieder die Debatte, kriegt man eine Festgeldforderung und wie steht das im Verhältnis zu einer prozentualen Erhöhung? Ich würde auch natürlich Festgeldforderungen präferieren, aber es ist nicht so einfach durchzusetzen. Letzter Punkt, Arbeitszeitverkürzung. Ich hatte das Problem genannt, dass wir jetzt oftmals diese Optionsmodelle durchsetzen. Ja, völlig richtig. Es ist natürlich, oder es birgt die Gefahr auch, dass da natürlich eine Spaltung eintritt. Diejenigen, die haben die kürzeren Arbeitszeiten, weil sie es leisten können. Und diejenigen, die es nicht leisten können, das sind die letztendlich länger arbeiten. Das war auch eine Gefahr, die wir sehen. Aber durch diese Optionsmodelle haben wir zumindest die Arbeitszeitfrage wieder mal bewegen können. Es ist zum ersten Mal wieder Leben, Dynamik in die Arbeitszeitfrage reingekommen. Und was wir sehen in den Modellen, die wir evaluieren, ist so, dass es nicht so ist, dass nur die Besserverdienenden die Zeit sozusagen wählen, sondern dass das sozusagen von unterschiedlichen Präferenzen abhängt und eher die Jungen die sind, die sozusagen die mehr Freizeit wählen und gar nicht so sehr an Einkommen orientiert ist. Aber da laufen zurzeit einige Forschungsprojekte, die das nochmal genauer untersuchen. Aber es ist eben schwierig, und vielleicht das letzter Satz sozusagen, die kollektive Arbeitszeitverkürzung, die wir in der Vergangenheit hatten, ist schwer durchzusetzen. Und dann sagen die Leute natürlich auch jetzt zunehmend zu Recht, lasst euch uns das als Wahlmodell nehmen, dann kann jeder machen, wie er will. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ich glaube, ja, durch die Optionsmodelle ist so ein bisschen das alte Modell der kollektiven Arbeitszeitverkürzung tot. Aber andererseits haben wir überhaupt wieder einen Fuß in der Frage der Arbeitszeitverkürzung drin. Also es sind einfach nur schwierige Fragen, die sich eben auch wirklich im Dialog durchsetzen. Und es ist sozusagen, wie gesagt, nochmal nicht so, dass man von oben in den Gewerkschaften sagen kann, so machen wir es, sondern es kommt von unten. Und wir müssen wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten, damit sozusagen wir auch in sozialen Fragen eben weiterkommen und auch alle mitnehmen. Ja, ich fange vielleicht an mit der Frage, sozial-ökologisch-demokratisch, ist das Widerspruch zur sozial-ökologisch-ökonomisch? Da sehe ich jetzt eigentlich den Widerspruch so nicht, weil ich hatte ja auch davon gesprochen, dass ich glaube, dass man die Wirtschaft demokratisieren muss und Eigentumsverhältnisse ändern muss. Also deswegen sehe ich da den Widerspruch jetzt so nicht, weil du konkret nachgefragt hast, sondern natürlich geht es um das Ökonomische, natürlich geht es darum, die Wirtschaft so demokratisch zu gestalten und so auszurichten, dass sie eben nicht auf die Erzielung maximalen Profits orientiert ist, sondern eben auf die Bedürfnisse der Menschen. Und du hast die Frage gestellt, muss man dazu die kapitalistische Produktionsweise überwinden? Ja, ich finde schon. Also deswegen bin ich Mitglied einer sozialistischen, einer antikapitalistischen Partei, weil ich der festen Überzeugung bin, es wird einen grünen Kapitalismus nicht geben. Und wenn wir ein Wirtschaftssystem haben, das nun mal auf die Erzielung von größtmöglichem Profit ausgerichtet ist, dann wird es immer auch Verbesserungen und Fortschritte werden verhindert werden, weil das diese Profitinteressen in Frage stellt. Das ist jetzt ja auch keine neue sozialistische Erkenntnis, sondern darüber haben ja auch Karl Marx und vor allem Friedrich Engels schon geschrieben, dass natürlich Kapitalismus auf der Ausbeutung von Mensch und Natur und natürlichen Ressourcen beruht. Und deshalb finde ich, also deswegen würde es auch immer wieder Dinge, also technologische Entwicklungen, die hilfreich sind, werden einfach ausgebremst und blockiert, weil das natürlich Profitmodelle in Frage stellt, also Stichwort Energiewende, ja, die großen zentralistischen Kraftwerke, die großen Energiekonzerne, die natürlich kein Interesse daran haben, dass wir jetzt Energiegewinnung mal schön dezentral machen, ja, und vor Ort in der Kommune und am besten auch noch in Bürgerinnenhand oder in Hand der Stadtwerke. Also von daher glaube ich, dass es natürlich auch um die Überwindung dieser der Produktionsweise geht. Und ich denke, das geht in einigen Bereichen, finde ich, hat auch gerade die Corona-Krise gezeigt, nochmal sehr deutlich, dass es auch einfach nicht funktioniert. Also deswegen finde ich natürlich, dass man anfangen muss beim Kampf um die öffentliche Daseinsvorsorge, ja, Krankenhäuser beispielsweise. Ja, ist ja nicht so, dass da irgendwie im Gesundheitssystem kein Geld wäre. Aber dadurch, dass Krankenhäuser privatisiert wurden, fließt natürlich richtig viel Geld raus aus dem öffentlichen Gesundheitssystem in die Dividenden von Aktionären. Und man kann ja in diesem Land
auch viel Geld mit Pflege verdienen, wenn man keine Pflegekraft ist. Aber wenn man dann, aber die Klinikkonzerne oder die Pflege, auch private Pflegekonzerne, machen damit dreistellige Millionengewinne. Und die Leidtragenden sind die Patientinnen und Patienten und natürlich die Beschäftigten. Ja. Grüße nach NRW, da streiken ja gerade die Beschäftigten an den Unikliniken seit 8 Wochen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, weil sie sagen, es kann auch nicht sein, dass unsere Arbeit krank macht und dass wir unsere Patienten nicht optimal versorgen können. Also von daher, ja, wir brauchen eine andere Wirtschaftsweise und ich finde, das durchzusetzen und dafür zu kämpfen, ist notwendig. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen mehr über den öffentlichen Dienst gesprochen, aber ich finde, wenn wir jetzt mal in den Bereich der Industrie gehen, dann ist natürlich die Frage, wie sichert man auch Arbeitsplätze, und natürlich ist Arbeitsplatzsicherung darf natürlich nicht an veralteten Technologien festhalten, weil sonst ist es keine nachhaltige und langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen. Und deswegen ist es ja auch gut, dass es eben in den Gewerkschaften oder eben auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam auch Debatten darüber gibt, wie man eben Industrie nachhaltig umbauen kann. Dann nur ganz kurz, weil Markus das gesagt hätte, ja, ich glaube auch, dass Klimaanpassung natürlich die Lebensqualität auch steigern kann, aber es gibt natürlich diese Bereiche, wo es das erstmal nicht auf den ersten Blick tut. Mir fällt da spontan ein, dass ich meine Debatte immer, also wenn du die Debatten hast in den Städten über Brauchwassersysteme zum Beispiel, ja, was total sinnvoll ist, ja, weil wir müssen nicht, viele Dinge müssen wir nicht mit Trinkwasser machen. Brauchwassersysteme wären total sinnvoll für Städte, was aber bedeutet, ein zweites Wasser, also ein zweites, Rohrsystem zu entwickeln. Und da sagen natürlich Leute zum Teil, naja, jetzt ganz ehrlich, das sind so krasse Investitionen und die Menschen merken ja keine, also sie merken ja nicht den Unterschied, ob sie jetzt, also mit was ihre Toilettenspülung, ob was für ein Wasser das ist. Also es steigert ihre Lebensqualität nicht. Also langfristig natürlich schon, weil der Planet wirksam lebenswert bleibt. Aber das wollte ich damit sagen, dass du halt, was weiß ich, auch Hochwasserschutz natürlich erstmal nicht merkst, im besten Fall merkst du ihn nicht, weil es kein Hochwasser gibt. Also das wollte ich sagen, dass es da in Teilen Bereiche gibt, wo du Investitionen machen musst, wo es unglaublich schwierig ist, weil damit erstmal, also die dann noch schwieriger sind durchzusetzen. Bei energetischer Sanierung hast du natürlich vollkommen recht, aber bei Flächenentsiegelung, natürlich merken da Menschen auch spürbar, und ich stimme dir völlig zu, auch bei dem, was du, wo du Mike Davis zitiert hast, dass ich finde, dass der soziale Umbau von Städten und der ökologische zusammengehören. Das war nur das Beispiel, das mir dazu einfiel, dass dann halt gesagt wird, wir geben doch jetzt nicht hier dreistellige Millionenbeträge aus, und das merkt dann quasi keiner, oder zweistellige Millionenbeträge, was weiß ich. Das wollte ich damit sagen. Und das Letzte zur Frage internationale Politik, weil ich das einen wichtigen Punkt, ich war auch gestern bei der ZIT-Tagung gewesen und hatte da auch mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Ich finde, internationale Politik muss zum einen mal heißen, dass wir es nicht komplett auf Außen- und Verteidigungspolitik verengen dürfen. Und ich finde, das wird sehr stark aktuell natürlich gemacht, aber das, und das heißt auch nicht, dass dass internationale Politik eben auch nur die Ablehnung von Militär und Waffenlieferungen ist. Also sind wir natürlich, weil ich finde, wir müssen internationale Politik viel breiter fassen. Ja? Und ich finde, wir müssen als Linke überlegen, wie wir sowas auch wie so einen einladenden Internationalismus hinkriegt. Und es geht ja auch um sowas wie, keine Ahnung, irgendwie globale Innenpolitik. Also in Form von überall auf den meisten Ländern der Welt kämpfen Mieterinitiativen und Mieterinnen und Mieter dagegen, dass städtischer Grund ausverkauft wird und die Mieten in die Höhe getrieben werden. Überall kämpfen Menschen um gute Gesundheitsversorgung oder um die Rechte von Frauen, ja, also gerade jetzt auch ganz aktuell in den USA. Also das auch stärker zusammenzuführen aus internationalen Kämpfen und sich mehr darauf zu beziehen, das finde ich wichtig, und vor allem auch die guten Entwicklungen, die es gibt, auch da eine stärkere Vernetzung hinzukriegen. Und deswegen finde ich auch, dass wir das stärker machen müssen und da stärker nochmal Ansätze finden müssen, auch innerhalb der europäischen Linken, ja, auch mit Blick auf die Europawahl, wie wir es auch schaffen, da wirklich einen Wahlkampf zu führen, wo wir als europäische Linke insgesamt auch Dinge identifizieren, die gemeinsame Schwerpunktsetzungen sind und wo wir eben auch zeigen, dass wir Teil einer internationalen Linken sind. Und deswegen das Letzte, weil Sabrina ja auch hier ist und sie jetzt auch gesprochen hat von der Wahl, die ja in Brasilien ist im Oktober. Also wir
haben uns ja alle sehr gefreut über die Wahl in Kolumbien und Petro und Francia, also dass dieser historische Erfolg in Kolumbien und auch der große Erfolg in Chile mit Boric, der erste linke Präsident seit Salvador Allende, da steht ja jetzt das Verfassungsreferendum auch an im Herbst und deshalb natürlich auch viel Erfolg in Brasilien mit der Wahl und dass diese Bolsonaro-Politik, diese Ära endet und auch in Brasilien es einen Aufbruch gibt in eine andere Richtung. Von daher schauen wir natürlich mit sehr viel Spannung und mit sehr viel auch Begeisterung auf die Entwicklungen, die wir haben in Lateinamerika. Und ich glaube, dass da natürlich solche Entwicklungen, auch wie die ökologischen Kämpfe, die sozialen Kämpfe in Chile, war ja auch die Frauenbewegung so unglaublich stark. Da gab es ja die Bilder, wo da wirklich, ich glaube, 1 Million Frauen auf der Straße waren, um für ihre Rechte zu kämpfen, was ja auch alles den Weg auch dann geebnet hat oder die überhaupt erst den Boden bereitet hat für einen Wahlerfolg von Gabriel Boric. Und deswegen auch ganz wichtig, diese Wahl in Brasilien, dass dort die autoritären rechten Kräfte zurückgeschlagen werden und damit natürlich auch eine linke und ökologische Bewegung, soziale Bewegung auch wieder. Ja, ich fand es sehr eindrucksvoll, was du erzählt hast über die Waffen und über die Gewalt, ja, dass sie überhaupt wieder Luft zum Atmen bekommen, auch um ohne Angst um das eigene Leben, um für Verbesserung zu kämpfen. Ja, auch zwei Punkte abschließend. Einmal zu der Frage von sozial, ökologisch und demokratisch oder ökonomisch. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Gegensatz, je nachdem, wie man das Ökonomische begreift. Ja, was ist das Ökonomische? Ja, also ich würde sagen, ganz grob könnte man vielleicht so zwei Sphären unterscheiden. Das eine ist die Produktion für einen globalen Markt, eine profitorientierte Produktion für einen globalen Markt. Und das andere ist eher die gebrauchswertorientierte Produktion für die unmittelbare Reproduktion von Gesellschaft, also das, was in den Bereichen der physischen und sozialen Infrastrukturen stattfindet. Ja. Also oft wird die Ökonomie ja gerade auf diesen ersteren Bereich eng geführt, aber ich glaube, dieser zweite Bereich ist wichtiger. Ja. Er ist wichtiger, was die soziale Reproduktion angeht, er ist wichtiger für die Organisation eines guten Lebens. Und ich glaube, wir müssen es einfach umdrehen. Das ist so eine Forderung eines Autoren und Kollektivs. Foundational Economy haben die das genannt. Ja. Also das, was wirklich die Ökonomie des Alltagslebens ist, das, was eben tatsächlich es ermöglicht, den Alltag zu bewältigen. Dazu gehören nun mal die Infrastruktursysteme, da gehört der Bereich der Sorgearbeit dazu. Viele Impulse zu dieser Diskussion kommen natürlich aus der feministischen Debatte. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man jetzt denkt, wie kann denn vielleicht diese offizielle, das was als offizielle Ökonomie, die Produktion für den Weltmarkt angesehen wird, zurückgenommen werden und in den Dienst der Foundational Economy gestellt werden. Also die Autoproduktion, welche Potenziale einer Konversion gibt es da? Ja? Welche Potenziale einer Verlagerung der Produktion in Richtung Schienenfahrzeugbau und dergleichen gibt es. Ich glaube, das ist noch gar nicht alles ausdiskutiert. Da gibt es gute Konzepte auch hier von Seiten der Stiftung, aber da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Ich halte das für eine wichtige Aufgabe und gerade auch du sagtest ja, dass du auch im Automobilbetrieb arbeitest. Also ja, das zeigen ja auch deine Erfahrungen, alle Erfahrungen, dass eben die Beschäftigten dann eine ganz wichtige Rolle spielen, aufgrund einfach ihre Kapazitäten, komplexe Prozesse zu organisieren und eben neue Ideen zu entwickeln. Das halte ich für sehr wichtig. Und dann stellt sich die Frage der Demokratie auch ganz anders. Ich glaube, dieser Bereich der Foundational Economy, der funktioniert nur dann, wenn er demokratisch organisiert ist. Und wir haben die vielen Erfahrungen in der demokratischen Erbringung von Infrastrukturleistungen. Man kann das noch weiter demokratisieren, aber da, glaube ich, ist sehr viel demokratisches Potenzial, das man ausschöpfen könnte. Zweiter Punkt, kurz nochmal zu Norbert. Ich weiß, du kannst jetzt nicht mehr reagieren auf mich und deswegen habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich finde, ihr unterschätzt ein bisschen eure Klientel. Ich finde, man müsste einfach, also die Erfahrungen zeigen, dass bei den Beschäftigten ja auch bestimmte weitergehende Fragen gestellt werden. Gerade jetzt auch nochmal im Zuge von Fridays for Future. Zwei IG Metall-Funktionärinnen, die haben das mal so schön ausgedrückt und gesagt, naja, die Beschäftigten sind doch nicht nur Arbeitsplatzbesitzer, sondern sie sind auch Menschen, die Kinder haben, die freitags für ihre Zukunft auf die Straße gehen. Und das gibt ihnen ja auch zu denken. Ja, das beeinflusst auch ihre Rolle, die sie als Produzenten haben und es beeinflusst, wie sie diese Rolle sehen. Ja. Ich glaube, die Beschäftigten, die Gewerkschaften müssten das stärker aufnehmen. Ich sage das jetzt einfach mal ein bisschen plakativ. Du hattest eben gesagt, ihr habt Beschäftigtenbefragung, ihr
wisst, warum die Leute eintreten, was die Interessen sind, in eine Gewerkschaft einzutreten. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich würde sagen, das ist ja nicht ein statisches Interesse bei Beschäftigten, von dem wir unbedingt ausgehen können, sondern Beschäftigteninteressen sind dynamisch, sie entwickeln sich weiter, sie werden von gesellschaftlichen Umständen beeinflusst. Und es besteht auch eine Aufgabe von Gewerkschaften hier, entsprechend zu einer Selbstermächtigung von Beschäftigten beizutragen, die durchaus auch eine gesellschaftliche Funktion hat, ja, und damit die Tore zu öffnen für Allianzen, wie sie vielerorts jetzt gerade entstanden sind. Du hast ja selber das Beispiel Verdi, Fridays for Future genannt. Man könnte die Konflikte um Bosch München nennen, wo eben der Betriebsrat dort mit der Klimagerechtigkeitsbewegung interagiert, zusammengearbeitet hat, um einerseits für den Erhalt der Arbeitsplätze und zum anderen für eine Konversion der Produktion zu kämpfen. Also dafür, dass auf diesen Arbeitsplätzen gesellschaftlich und ökologisch sinnvolle Dinge produziert werden. Damit beschließen wir diese Podiumsdiskussion. Damit beenden wir die Veranstaltung. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.